Hallo und willkommen zurück zu Torment, Tides of Numenera. Bevor wir da reingehen, werden erst nochmal auf das Questlog schauen. Das Recht auf Existenz, so, steige zu den tiefsten Klaftern herab. Ja, und dann haben wir hier, finde die Resonanz. Ich habe mich auf den Weg zur Resonanz gemacht. Der Geist ist irgendwo hier unten. Ich muss die Resonanz vor ihm erreichen. Na gut. Kein Ladebildschirm mehr. Aha. Das ist ja sehr schön. Was können wir jetzt hier machen? Da haben wir ein Apparillo. Das vorherrschende Bild auf diesem Pult ist ein Raumplan. 5 Plattformen in einem Kreis um die zentrale Plattform. Es scheint, als könntest du mit dieser Steuerung die Böden anheben und sie so mit den verschiedenen Plattformen verbinden. Tiefe Risse verlaufen an 3 verschiedenen Stellen, als hätte jemand in Eile und vor Wut auf das Pult eingeschlagen. Die Schalter reagieren nicht. Und doch fühlst du etwas. Die Böden sind wie die im tiefen Abgrund, wo du nach deinem Fall aufgewacht bist. Die Plattformen, wie auch das Bedienfeld, sind mentale Konstrukte. Sie sollten auf deine Gedanken reagieren, wenn du nur die nötige Kraft aufbringst. Konzentriere deine Gedanken auf die Böden dieses Abgrunds. Befiehl ihnen, sich zu erhöhen. Du dehnst deinen Geist aus und versuchst, die Gezeiten zu fühlen, die durch diesen Ort fließen. Du kannst ihre Energie zwar spüren, aber die Böden erweisen sich als sehr stur. Offensichtlich wird es nicht so leicht werden. Lass es sein. Dann halt nicht. Bleiben wir jetzt für immer hier stehen. Na gut. Deine Gedanken auf das Bedienfeld konzentrieren, um es zu aktivieren. Die Gezeiten umgeben dich, wirbeln überall durch diesen Ort. Du strengst dich an und kanalisierst deine Kräfte in das Bedienfeld. Du kannst zusehen, wie das Glas selbst sich verformt und die Risse verschwinden, als wären sie nie da gewesen. Das Bedienfeld scheint aktiviert, begleitet von einem Summen und Piepsen. Die Plattform, auf der du stehst, pulsiert mit einem orangen Leuchten und zeigt die Stockwerke in ihrem derzeitigen Zustand an. Durch Berührungen sollten sich die Stockwerke verschieben lassen. Na gut. Eine vertraute Stimme hallt aus den Tiefen unter dir hervor. Du bist ja immer noch da. Ich hatte gehofft, dass das Labyrinth auch deinen Geist fangen würde, aber offensichtlich habe ich deinen Körper zu gut gemacht. Trotzdem bist du zu spät. Selbst wenn du den gesamten Abgrund reparieren würdest, stehe ich doch vor der letzten Verteidigung des Labyrinths. Bis du mich erreichst, habe ich mir längst meinen Weg durch den Boden gebahnt. Geh weiter, löse deine Rätselchen, das wird keine Rolle spielen. In kurzer Zeit wirst du nicht mehr sein als ein Hauch von Nostalgie in meinem Kopf. Die Stimme verblasst. Wie auch die andere ist die Karte auf diesem Bedienpult voll funktionstüchtig. Die Plattform, auf der du stehst, pulsiert mit einem orangen Leuchten und zeigt die Stockwerke in ihrem derzeitigen Zustand an. Durch Berührungen sollten sich die Stockwerke verschieben lassen. Mit einem Summen und Klappern verformen Pylonen, die aus der Tiefe empor- und herabsteigen den Raum. Die Stimme des Geistes donnert von unten herauf. Es gibt keinen Grund dafür, dass das hier leicht für dich sein sollte. Du hörst ein wuchtiges Brüllen aus den Tiefen und plötzlich ist dein Verstand von einem mächtigen Schwall an Gezeiten aufgewühlt. Nicht gegen die Explosion abschirmen. Du taumelst nach hinten, Energie knallt gegen deinen Geist wie eine körperliche Kraft, aber deine Abwehr hält und du bleibst unversehrt. Lass es sein.
Wie auch die andere ist die Karte auf diesem Bedienpult voll funktionsfähig. Die Plattform, auf der du stehst, pulsiert mit einem orangenen Leuchten. Orangenleuchten. Das macht irgendwie keinen Sinn, oder? Orangenleuchten. Das klingt auf jeden Fall scheiße. Und zeigt die Stockwerke in ihrem derzeitigen Zustand an. Durch Berührungen sollten sich die Stockwerke verschieben lassen. Du findest hier ein weiteres menschliches Abbild, das auf den anderen Bedienfeldern nicht zu finden war. Seine Umrisse sind durch Punkte dargestellt, die eine Linie bilden. Es flackert hin und her, als ob etwas damit nicht stimmen würde. Auf das flackernde menschliche Abbild drücken. Als du deine Hand darauf legst, wird etwas im Bedienfeld aktiviert. Und nicht nur in diesem, sondern in den Bedienfeldern im ganzen Raum. Die runden Stationen auf allen Plattformen leuchten und das menschliche Abbild beginnt zu pulsieren, so als ob es auf deine Eingabe warten würde. Auf das pulsierende menschliche Abbild drücken. Winzige Nadeln punktieren deine Finger. Ein Leuchten wandert von der kreisrunden Synthplatte zum nächsten Feld und eine fingergroße Klinge in der Mitte beginnt, sich um seine eigene Achse zu drehen. Als es sich dreht, projiziert es ein dreidimensionales Bild, das dir sehr ähnlich sieht. Dein eigener Körper beginnt zu flackern und deine Phase zu verlassen. Die Klinge dreht sich schneller und wird heller. Das Flackern deines Körpers wird schneller, bis sich die Klinge schließlich auflöst und auf der Plattform ein ausgewachsener Mensch steht, der dir erstaunlich ähnlich sieht. Die Gestalt vor dir sieht fast exakt so aus wie du, nur dass sie eine Frau ist und kein Mann. Sie trägt nicht deine Narben, aber ansonsten ist ihr Gesicht wie ein Spiegel. Hallo, sagt sie freundlich. Du musst ich sein. Was ist ihm passiert? Er hat unseren Körper nicht sonderlich gut behandelt. Wer bist du? Naja, ich bin eine kurzlebige Version von dir. Sie mustert dich von oben bis unten. Im Grunde genommen, unser Erschaffer hat... Unser Erschaffer hat diese Konstruktionen dazu verwendet, möglichst schnell verschiedene Körpertypen und Eigenschaften auszutesten, bevor er sich für eine endgültige Hülle für ein Bewusstsein entschieden hat. Sie schaut auf das Bedienpult. Sie sehen anders aus als die Pulte, an die ich mich erinnern kann. Sieht aus, als wäre ich auf die letzten Einstellungen beschränkt. Sie wirft dir ein Lächeln zu. Nicht, dass das eine schlechte Sache wäre, natürlich. Ich bin mir sicher, dass es dir nichts ausmachen würde. Wie lange bleibst du bestehen? Nur ein paar Minuten, mehr oder weniger. Deinen Blick erhaschend fügt sie hinzu. Es ist nicht so schlimm, es tut nicht weh. Zumindest erinnere ich mich nicht daran, dass es weh tut. Wenn du nur eine kurze Zeit lebst, wie kannst du all das wissen? Oh, das ist der interessanteste Teil. Unser Erschaffer mochte es schon immer, Dinge extern durchzuführen, um jemanden zu haben, mit dem er sprechen kann. Sie haben ständig Assistenten erschaffen. Mir wurde ermöglicht, meine Erinnerungen von Version zu behalten. Dadurch konnte ich nützlicheres Feedback darüber, wie sich ein Körper im Vergleich zu einem anderen bewegt oder angefühlt hat, zur Verfügung stellen. Unser Stammvater hat mich sogar ab und zu Aufgaben ausführen lassen, manchmal banale, manchmal gefährliche. Die Tatsache, dass ich aus meinen Fehlern lernen konnte, war eine große Hilfe. Wenn du ich bist, warum bist du denn eine Frau? Sie lacht. Unser Stammvater hatte seine Eigenarten. Das Geschlecht für das nächste Selbst war immer eine Entscheidung in letzter Minute. Unser Erschaffer war nie zufrieden mit einem oder sogar zwei Geschlechtern. Es war eine austauschbare Sache. Sie haben laufend erforscht und experimentiert, haben sogar Körper von Vajellen, Gibra und Diruk ausprobiert. Sie hält mit einem nachdenklichen Ausdruck auf dem Gesicht inne. Weißt du, sogar nach Jahrhunderten mit unserem Erschaffer kann ich die Mäkelei über Geschlechter nicht erklären. Sie sind einfach, wie sie sind. Der Vajellen war äußerst interessant. Ich bin überrascht, dass er diesen Körper nicht öfter ausgewählt hat. Weißt du, was das für ein Ort ist? Sie schaut sich um. Ich dachte, es wäre das Klonlabor, in dem Prototypenkörper getestet wurden, aber das hier sieht ganz und gar nicht richtig aus. Wo ist der Boden? Die Wände? Die ganze Ausstattung ist hier. Aber sie schaut dich wieder an. Es ist wie eine Albtraumversion des Labors, das ich kenne, als ob jemand das Labor einem Geist beschrieben hätte, der es nicht so ganz verstanden hat, und dieser Gast dann versucht hätte, es nachzubilden. Sie schüttelt den Kopf. Ich weiß es nicht. Könntest du für mich etwas erledigen? Zum Beispiel zu dieser anderen Station laufen und die Böden umschalten? Sie schaut dich komisch an, aber sagt, natürlich, das kann ich tun.
Rechten verbinden. Damit kämen wir halt jetzt zurück. Linken verbinden. Und da unten haben wir zum tiefsten Kluft da. Ja, aber wir sollten ja zur Stillstandskammer kommen, denke ich. Wie auch die andere ist die Karte auf diesem Bedienpult voll funktionstüchtig. Die Plattform, auf der du stehst, pulsiert mit einem orangenen Leuchten und zeigt die Stockwerke in ihrem derzeitigen Zustand an. Durch Berührungen sollten sich die Stockwerke verschieben lassen. Neben der Karte ist ein Bild einer menschlichen Gestalt aus gestrichenen Umrissen. Es leuchtet wie die Bilder der Plattform und wartet auf die Eingabe. Wir drücken erstmal das. Gezeitenenergie aus dem Portal sprengt die Böden zurück in die Tiefe. Du kannst sie mit der Plattform auf der anderen Seite des Klafters verbinden, aber nicht mit dem Ausgang. Du wirst einen anderen Weg dort hinten finden müssen. Auf das menschliche Abbild drücken. Dieses Mal bereitest du dich vor. Die Nadeln punktieren deine Finger wieder und die Klingen beginnen sich zu drehen. Dein eigener Körper beginnt zu flackern und seine Phase zu verlassen. Das ganze Ganze ist bald vorbei und vor dir steht ein Klon, der dich beobachtet. Hallo nochmal, Bruder. Kann ich dir mit etwas helfen? Du musst die Böden der anderen Station noch einmal für mich umschalten. Klar, warum nicht? Zuck mit den Schultern. Ein System dahinter habe ich jetzt nicht verstanden, aber es ist wohl auch nicht notwendig. Es ist eine Stasiskammer und sie sieht genau so aus wie die aus den Erinnerungen der geisterhaften Frau. Hier gibt es keine Bedienfelder, die dir dabei helfen könnten, die Tiefen des Labyrinths zu erreichen, indem du den Boden anhebst. Durch das schimmernde Energiefeld hindurch kannst du eine Frau erkennen, die in der Kammer liegt, als würde sie schlafen. Sie sieht genauso aus wie die geisterhafte Frau. Etwas stört die Luft um dich herum. Das Gesicht der geisterhaften Frau beginnt zu erscheinen, als ob deine Gedanken sie heraufbeschwört hätten. Du hast mich herbeigerufen, sagt sie intuitiv als Antwort auf deine Gedanken. Ich kann deine Erinnerungen klarer erkennen als die anderen, sogar klarer als meine eigenen. Sie schaut traurig hinunter in die Kammer. Aber ich erinnere mich jetzt, das war ich, die Tochter des wandelnden Gottes. Er war der Vater, der versucht hat, mich nach der Belagerung durch die Tabat zu retten. Er hat herausgefunden, wie sein Bewusstsein, mein Bewusstsein, in einen neuen Körper übertragen werden kann, in der Hoffnung, dass mich das retten würde. Aber das hat es nicht. Eine Krankheit ist mir gefolgt, in meinen Verstand, also hat er mich dort hineingesteckt. Er hat versucht, ein Heilmittel für mich zu finden. Und als das gescheitert ist, hat er versucht, mich vom Tod selbst zurückzubringen. Er dachte, ich wäre dort drinnen bewusstlos gewesen. Aber ich erinnere mich, die Erinnerungen sind lückenhaft. Aber sie sind da. Ich habe alles wahrgenommen. Und mit so vielen neuen Erinnerungen, die meinen Geist fluten, kann ich die Lücken füllen, an die ich mich nicht erinnern kann. Heißt das, dass du eine Verstoßene bist? Ihre Augenbrauen ziehen sich zusammen, dann schüttelt sie den Kopf. Das glaube ich nicht. Ich hatte mein eigenes Bewusstsein, so wie auch mein Vater. Das ist, wer ich war. Jetzt bin ich wahrscheinlich nur eine Erinnerung, die für immer in dem Labyrinth aufbewahrt wird. Wie oft hat er dich versucht zurückzubringen? Unter Berücksichtigung, dass er Jahrhunderte dafür gehabt hat? Nicht so oft. Am Anfang oft dann, nur wenn er sich daran erinnert hat oder eine neue Idee hatte. Er hat eine Probabilitätsmaschinen, er hat die Probabilitätsmaschinen unterhalb der Sargus-Klippen dazu benutzt, um Frauen mit meiner Persönlichkeit zu gebären. Er hat versucht, die Erwiderungen des Himmels zu benutzen. Damit hat er Niederlagen in der endlosen Schlacht umgedreht.
Einmal hat er versucht, eine Version von mir aus einer alternativen Realität zu entführen, aber sie ist in einem tragischen Unfall gestorben. Das hat er nie wieder versucht. Was bedeute ich dir, Vater? Hast du einfach aufgegeben? An wie viel kannst du dich aus der Zeit, die du in der Kammer verbracht hast, erinnern? Ich kann es dir nicht in Zeitmessungen sagen. Ich weiß nur, dass ich in dem Tank war, bis der Kummer uns angegriffen hat. Mein Vater ist geflohen, hat sich selbst gerettet. Sie lacht auf, aber es befindet sich keine Komik darin. Vielleicht dachte er könnte mich sogar ohne meinen Körper zurückbringen. Das ist so eine Sache, die er annehmen würde. Ihre Mimik verfinstert sich. Vielleicht war es ihm egal. Bedeutet das, dass dieser Abgrund aus deinen Erinnerungen erzeugt wird? Sie schaut sich um, alles zum ersten Mal bewusst aufnehmend. Ich erkenne nicht. Nein, warte. Doch, es ist alles verdreht und ungeordnet, wie in einem Albtraum. Aber ja, ich denke, das hier sind meine Erinnerungen. Ich muss zu diesem Portal. Kannst du mir einen Weg schaffen? Sie schaut dir direkt in die Augen, stark und sicher. Ja, kann ich. Geh, sagt sie. Halte ihn auf. Er hat mein Leben geschadet, als man zählen kann. Ich werde deinen Vater aufhalten. Leb wohl. Achso, wenn du Böden reparieren kannst, kannst du auch mich reparieren? Während du an diesem Ort bist? Ja, ich denke, das könnte ich. Du spürst nicht mehr als ein Kribbeln, als die Hand auf deine Schulter liegt. Dann erfüllt das Gewicht einer unglaublichen Ruhe deinen Körper und Geist. I can breathe again. Naja, okay, dann machen wir gerade mal den Stufenaufstieg hier. Zusätzlicher Aufwand, ja. Edge erhöhen, Kraft erhöhen. Ja, also das war jetzt ein bisschen bescheidenes Rätsel, sage ich mal. Das hat irgendwie nicht so wahnsinnig viel Sinn ergeben. Making a note. Ah, da sind wir doch am Anfang gewesen. Der dunkle Klafter. Schraube ich mal gerade auf. Wieso steht die eine da? Diese massive Tür führt dich zur Resonanz, aber sie ist von einem stabilen Messingkäfig versperrt. Das ist der Spiegel. Zahlreiche Kratzer und Wunden entstellen die Oberfläche dieser Tür. Jemand hat mit aller Macht versucht, hineinzugelangen, aber vergeblich. Als du dich jedoch näherst, beben und biegen sich die Bretter der Türe. Sie will dich hineinlassen. Lass ihn in Ruhe. Und dort? Das Licht um den Rahmen der Tür flackert auf und wird schwächer, wie ein tosendes Feuer im Wind. Als du dich jedoch näherst, beben und biegen sich die Bretter der Tür. Sie will dich hineinlassen. Ja, okay, dann machen wir es halt auf. Die Tür lässt sich durch deine Berührung nicht öffnen. Stattdessen wirst du in die Tür selbst hineingezogen. Okay. Weit unter dir dreht sich eine Welt um ihre eigene Achse. Ein scharlachroter Sonnenuntergang flammt am Horizont. Im Osten fallen tiefe indigoblaue Schatten über die Welt und hüllen sie in Dunkelheit. Der schwache Schimmer eines Kraftfelds verzerrt deine Sicht und die Abluft der Station fühlt sich warm und feucht auf deiner Haut an. Die Aussicht kommt dir bekannt vor, doch deine Erinnerung daran ist verschwommen, als wäre sie gefiltert oder verschwommen, wie durch Tränen. Sie ist verschwommen, als wäre sie gefiltert oder verschwommen, wie durch Tränen. Naja. Du hältst einen ausgesprochen kunstvoll und filigran gearbeiteten Metallstab in den Händen. Die auf ihm eingravierten Zeichnungen schlängeln sich unter deinen Fingern, als wäre er lebendig.
Du bist in einem großen Saal, der mehr organisch gewachsen als gebaut wirkt. Maschinen wachsen buchstäblich aus Boden und Wänden und es gibt keinen sichtbaren Übergang zwischen dem synthetischen Metall und den Substraten, aus denen sie emporragen. Obwohl es hier feucht ist, fühlt sich die Luft in dem Raum sauber und frisch an, gesund und lebendig, vielversprechend. Eine holographische Karte des Mondes schwebt an der hinteren Wand neben einer anderen leuchtenden Kapsel. Eine Stimme spricht wie aus der Luft. Bist du sicher, dass diese Prozedur dir die endgültige Kontrolle über die Verstoßenen geben wird? Wenn du dich irrst, könnte die Kammer versagen oder schlimmer noch, mit dir in ihr explodieren. Die Stimme kommt dir bekannt vor, auch wenn dir das Gesicht dazu nicht einfällt. Wo bist du? An deiner Seite, wie immer. Ich beobachte, protokolliere. Die Resonanzkammer ist in Sargus bereit. Wir müssen nur sicherstellen, dass dieser Körper als Katalysator taugt. Wenn da unten etwas passieren sollte, signalisiere ich dir, zum nächsten Gefäß zu wechseln. Und wenn du nicht rechtzeitig herauskommst, bist du immer noch mich. Mhm. Gelobt sei die Redundanz. Und nun mach es dir in der Kapsel bequem und wir sehen sicher, dass dieser Körper für uns funktioniert. Du weißt jetzt, woher die Stimme kommt, von dem Stab in deinen Händen, in dessen Kopf du eine geisterhaft leuchtende menschliche Gestalt sehen kannst. Und damit hast du das Gesicht zu der Stimme und weißt, woher du sie kennst. Die geisterhafte blaue Figur ist niemand anderes als der Geist. Versuchen dich zu erinnern, wie der Stab funktioniert. Du untersuchst den Stab und es fühlt sich an, als würdest du nach Hause kommen. Es ist ein alter Freund und treuer Verbündeter. Er ist ein Eckpfeiler dieses Mondes, der Schlüssel zu jedem Schloss hier. Du weißt, dass du ihm die Verteidiger der Stationen gegen äußere Bedrohungen, was? Dass du mit ihm die Verteidiger der äußeren Stationen gegen äußere Bedrohungen aktivieren kannst. Und dass er wöchentlich eine Kopie deines Geistes erstellt, die als Sicherheitskopie und als Vertrauter dient, als ein Bewusstsein, das dir ganz selbstverständlich zur Seite steht. Wenn er spricht, spricht er mit der Stimme des Geistes. Und wenn sich sein Bewusstsein manifestieren muss, kann es eine geisterhafte Abbildung des originalen Körpers des wandelnden Gottes projizieren. Wenn du ihn in der Hand hältst, fühlst du dich sicher, dann hast du dein Schicksal selbst in der Hand. Du weißt, dass du mit ihm die Verteidiger der Station gegen äußere Bedrohungen, dass er wöchentlich eine Kopie deines Geistes erstellt, die als Sicherheitskopie als sehr Vertrauter dient. Aha. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich habe versucht zu verhindern, dass das passiert. Ich kenne dich. Das will ich hoffen, nachdem du mich vor weniger als einer Woche von deinem eigenen Geist kopiert hast. Leg dich jetzt in die Kammer und wie fühlst du dich? Du bist eine Kopie meines Geistes? Ja, ein Hauch Besorgnis liegt in seiner geisterhaften Stimme. Einen Moment bitte. Ein leichtes Summen geht von dem Stab aus, es durchdringt dein Wesen und umhüllt deinen Geist. Ah, verstehe, du bist ein neuer Geist in diesem Körper. Wie bist du hierher gekommen? Warte, du bist ein Verstoßener, das bedeutet, dieser Körper ist der Katalysator. Wir können die Resonanzkammer aktivieren, du musst mir gut zuhören. Dein Körper ist der Schlüssel dazu, den Kummer zu stoppen. Wir müssen dich nur in die Kammer bringen und unser Kampf wird zu Ende sein. Offensichtlich haben wir es in deiner Zeitlinie nicht in die Resonanzkammer geschafft. Wenn du nun hier die Geschichte veränderst, riskierst du, dich selbst zu zerstören. Also, was passiert hier? Der Kummer zerstört den Mond. Wieso den Mond? Ich vertraue dir nicht. Du hast versucht, die Kontrolle über meinen Geist zu übernehmen. War wirklich ich das? Oder war es der Mann, in dessen Körper du jetzt bist, der versucht hat, die Kontrolle darüber zurückzugewinnen? Hast du seinen Geist ersetzt, als du geboren wurdest, oder nur zur Seite gedrängt? Der Geist spricht ruhig und beschwichtigend auf dich ein. Ich versichere dir, niemand hat die Absicht, dich zu ersetzen. Unser einziges Anliegen ist es, die Resonanzkammer zu aktivieren. Jetzt gerade muss ich einen Weg finden, wie ich von hier entkommen kann. Der Kummer wird diesen Ort zerstören.
Ich habe gehört, dass die Resonanzkammer alle Abgeworfenen töten wird. Es wird euch nicht töten. Es wird euch vereinen. Es wird den Kummer stoppen und das Leiden beenden, das wir hinter uns herschleppen. Hör mal, wir können das später besprechen. Wenn du ein Abgeworfener aus der Zukunft bist, bedeutet das, dass in Kürze hier etwas Furchtbares passieren wird. Ich muss die Kontinuität unserer Erfahrungen und unseres Wissens sicherstellen. Also sag mir, und zwar ehrlich, was wird passieren? Ich bin nicht sicher. Ich bin in einem Rettungskonkon aufgewacht. Dann wird es hier eine Katastrophe geben. Und das kann eigentlich nur der Kummer sein. Wir müssen dich von diesem Mond fortbringen, und zwar schnell. Wenn du nicht rechtzeitig flüchten kannst, bevor der Kummer diesen Ort zerstört, sind wir verloren. Dies hier ist ein Archiv all unserer Weisheit, all unseres Wissens, und sein Verlust wäre eine Katastrophe. Aber wenn wir den Kummer schon nicht aufhalten können, können wir zumindest dein Leben retten und meines. Los, in die Kapsel! Ich will damit nichts zu tun haben. Ich habe versucht zu verhindern, dass das passiert. Also schön. Eine unsichtbare Kraft wischt dich gegen deinen Willen in die Kapsel. Der Stab in deiner Hand vibriert leicht und du spürst, wie du in die Energien gebadet wirst. Kein Grund zur Aufregung. Das ist alles innerhalb der normalen Parameter. Die folgende kleine Explosion ist es dagegen bestimmt nicht. Plötzlich ertönen Sirenen. Die Plättchen in deiner Nähe vibrieren wie verrückt und der Arm des deaktivierten Konstrukts beginnt zu Funken zu sprühen. Raus! Der Kummer wird dich vernichten! Dein Todfeind erscheint in dem großen Saal. Seine Form ist zunächst noch vage und durchsichtig, doch stoßweise gewinnt er an Festigkeit. Die internen Verteidigungsmechanismen des Mondes halten ihn ein wenig auf, aber sie werden ihn nicht auch dauerhaft draußen halten können. Vor deinen Augen windet sich der Kummer durch eine weitere Verteidigungslinie und wird zuckend immer realer und schrecklicher. Sein Fokus richtet sich auf dich, er windet und krümmt sich im brennenden Verlangen, dich zu vernichten. Flieh in einen anderen Körper, wir können immer einen neuen Katalysator bauen, los! Am Anamnese-Wahrnehmung die Karte studieren, um den Weg der Rettungskapseln zu finden. Es ist eine Projektion mit mehreren Ebenen. Ausrichtung und Grundriss kommen deinen Sehgewohnheiten entgegen und du kannst den Weg zum nächsten Rettungskonkon ohne Probleme nachzeichnen. Du wirst dir den Grundriss der Korridore einprägen müssen, aber die Karte ist so eindeutig, dass du dir den Weg gut merken kannst. Versuchen, eines der vibrierenden Plättchen aufzunehmen. Du greifst nach einer der Scheiben. Deine Finger versinken in ihrem schwammigen Material und mit einer leichten Drehung des Handgelenks entfernst du die Scheibe von der Energiesäule, an der sie festgemacht war. Die Scheibe summt und wechselt Zyklen in einer Tonhöhe, die dir Tränen in die Augen treibt. Mit jedem Zyklus verändert die Scheibe deine Wahrnehmung und die Farben, die du wahrnimmst. Wenn du sie in Händen hältst, schäumen die Gezeiten in dir hoch. Sie könnte auch eine Wirkung auf den Kummer haben. Das Konstrukt untersuchen. Das Konstrukt selbst ist völlig kaputt, doch eine schnelle Untersuchung verrät dir, dass jede seiner Gliedmaßen für den unabhängigen Betrieb konstruiert wurde. Das bedeutet, dass auch wenn der Großteil des Konstrukts deaktiviert ist, seine mit Dornen besetzte Hand noch Energie hat. Du trennst die Hand rasch vom Rest des Konstrukts. Sie wird einen brauchbaren Federhandschuh abgeben. Die Energie, die sie durchfließt, könnte den Vormarsch des Kummers verlangsamen. Du fühlst den Mond erbeben, dann fühlst du, wie er auseinandergerissen wird. Die Sirenen in der großen Halle heulen monoton, die Lichterfackel flackern. Plötzlich spürst du die feuchte Luft des Mondes an dir vorbeirauschen. Der Kummer ist durch die Mauern gebrochen. Der Korridor verzweigt sich in unzählige kleinere Gänge, die sich durch das Innere des Mondes winden. Du weißt, dass einer davon zu deiner Rettungskapsel führt, doch die Korridore sehen alle gleich aus und du nicht die Zeit, um stehen zu bleiben und die Schilder zu lesen. Gut, dass du die Karte studiert hast. Dank ihr findest du dich hier gut zurecht. Du zählst die Korridore und jede markante Stelle ist genau da, wo sie sein soll. Als du durch die Korridore hetzt, siehst du einen kleinen Schlitz in der Wand. Darin ist ein festes grünes Gel eingelassen und du weißt, dass sich darin irgendeine Erinnerung befindet. Versuchen herauszufinden, wie das grüne Erinnerungsgel funktioniert. Du drückst deine Stirn in das Gel, deine Haut saugt sie auf und zurück bleibt eine trockene Viridian-grüne Paste. Du baust den Stab, den du in der Hand hältst.
Der Geist spricht über deine Schulter zu dir. Seltsam, nicht wahr? Zu wissen, dass ich dir dabei zusehe, wie du mein Zuhause konstruierst, dass ich in einer Woche mit deinen neuesten Erfahrungen aktualisiert werde, dass mein Bewusstsein diesen Mond erfüllen wird und damit auch du in einer ungebrochenen und endlichen Abfolge. Du sagst, ich mache mir keine Illusionen über die Unantastbarkeit des Geistes, aber das weißt du ja bereits. Er lacht laut auf. Wer das hört, könnte uns noch für einen Solipisten halten. Ja, genau, ein Solipist. Keine Ahnung, was das ist. Du lächelst. Wir wurden schon Schlimmeres genannt. Die Erinnerung verblasst. Weiterlaufen. Du musst zu den Rettungskapseln gelangen. Du stürzt in den Raum mit den Rettungskapseln. Deine Lungen brennen, du beugst dich vor und holst tief Luft. An den äußeren Wänden sind mehrere Kokons angeordnet. Du musst einen aktivieren und er wird dich mit seiner intelligenten Membran umhüllen. Sie ist widerstandsfähig, hitzefest und leitet einen Aufprall auf den anderen. Was? Einen? Beim Aufprall auf den Planeten die gesamte kinetische Energie von dir ab. Du siehst eine Spritze, doch sie ist am anderen Ende des Raums. Du hast möglicherweise nicht genug Zeit, um sie zu erreichen. Du schließt die Türen hinter dir. Das bringt vielleicht ein paar Sekunden, mehr aber nicht. Der Kummer reißt in einem wütenden Wirbel von Licht- und Gezeitenenergien die Wand entzwei. Die flackernden Energien unter seiner Haube vermitteln nur ein einziges Gefühl: Hunger. Er ist unaufhaltsam. Das Beste, worauf du hoffen kannst, ist, ihn zu verlangsamen. Das Plättchen, das du von der Energiesäule abgerissen hast, verwenden, um den Kummer aufzuhalten. Du schleuderst das Plättchen durch den Raum mit den Rettungskapseln. In dem Moment, wo es deine Finger verlässt, beginnt es seine Form zu verändern. Es wird zu einem Tuch, einem Schleier, der sich über den Kummer legt und deinen Feind vollständig einhüllt. Es überzieht die Kreatur wie ein riesiger Schorf und hält sie fest. Einen Augenblick lang wagst du zu hoffen, dass du ihn gestoppt hast. Doch dann wird der Schorf brüchig, zerbricht und fällt in einen Haufen organischer Schuppen zu Boden. Es ist nur mehr als eine Verteidigungsanlage übrig. Du bezweifelst, dass sie dir die nötige Zeit verschaffen kann, um zu den Konkurs zu laufen und diesen dem Untergang geweihten Mond zu verlassen. Besser direkt zur einzigen Fluchtmöglichkeit zu laufen. Durch den Raum laufen und die Spritze benutzen. Du sprintest durch den Raum und reißt die Spritze aus ihrer Hülle. Ein Blick auf das Etikett verrät dir, dass es sich um ein spezielles Aufputschmittel für Verstoßene handelt. Es erhöht Wahrnehmung, Schmerzresistenz, Präzision und Fokus. Und wenn du es jetzt benutzt, wirkt es in deinem eigenen Körper. Du könntest auch in der Zukunft davon profitieren, wenn du die Gegenwart überlebst. Du rammst dir die Spritze in den Oberschenkel und sofort fühlst du dich ruhiger. Die Welt um dich herum ist heller. Du hörst laut und deutlich den unaufhaltsamen Fortschritt des Kummers. Du hast noch wenige kostbare Momente, bevor er da ist. Der Kummer erholt sich viel zu schnell von dem letzten Angriff und geht erneut auf dich los. Den Federhandschuh benutzen, den du dem Konstrukt abgenommen hast. Du schlüpfst mit deiner Hand in den Federhandschuh und streckst sie in einer abwehrenden Geste aus. Der Energiestoß, der aus dem Handschuh fährt, reißt den Kummer auseinander, desintegriert ihn völlig und löst deinen Feind in seine einzelnen Filamente auf. Ehrlich, ich hatte meine Zweifel, dass das funktioniert, murmelt der Geist. Für einen Moment herrscht Stille. Und dann manifestiert sich der Kummer erneut, als sich Fäden beißenden Rauchs miteinander verbinden. Wohl zurecht. In die Rettungskapsel klettern. Du schlüpfst in den Kokon, aktivierst die Fluchtsequenz und löst sie aus. Die Membran umhüllt dich so eng, dass du den Stab fallen lassen musst und beginnt sich von dem Schlachtfeld zu entfernen, das der Mond geworden ist. Und dann brennt deine Tätowierung, als würde sie aufgerissen werden. Ein Ansturm der Gezeiten bricht über dich herein, alle in Blau und Silber. Ein Strom von Informationen, viel zu schnell und gewaltig, um sie zu verarbeiten. Der Kokon wird von einer heftigen Explosion erschüttert und du fühlst, wie eine der pechschwarzen Ranken des Kummers über deine Wange streicht und sich in deinen Geist brennt und dich tötet, während du auf die Erde zustürzt. Praktisch im selben Moment spürst du, wie sich etwas tief in dir formt. Ja. Die Tür lässt sich durch seine Berührung nicht öffnen, stattdessen wirst du in die Tür selbst hineingezogen.
Du befindest dich in einer Kuppel aus Glas, mehrere Kilometer unter der Erde. Wohin du auch blickst, siehst du den blauen Himmel, unter dir glänzt ein Boden aus goldenem Metall. Das ohrenbetäubende Heulen einer Sirene warnt dich vor irgendetwas. In der Mitte der Kuppel befindet sich eine Stasiskammer, die dir unheimlich bekannt vorkommt. Direkt daneben befindet sich eine Truhe aus Synth und hellem Eisen. Hinter der Kapsel schwebt ein Diamant in der Luft und bricht das Licht wie ein Prisma. Neben deiner Hand glüht ein tiefblauer Sockel. Nichts hier scheint einen Grund für das Aufheulen der Sirene zu liefern, und doch weißt du, dass es einen geben muss. Die Kammer ansehen. Es ist die Stasiskammer der geisterhaften Frau, der Echten, aus der die Konstruktionen des Labyrinths erschaffen wurden. In ihr liegt die Tochter des wandelnden Gottes. Ihre Haut ist hell und ihre Augen mit schwarzen Rändern unterlegt. Ihre Brust hebt und senkt sich, als befände sie sich in einem tiefen Schlaf. Dieses Labor, dieser Körper, muss dem wandelnden Gott gehören. Den schwebenden Diamanten untersuchen. Sobald du dich dem Diamanten näherst, öffnet sich seine Spitze. Eine schemenhafte Kugel erscheint darin. Wörter und Bilder huschen über ihre Oberfläche. Die Stimme einer Frau dringt direkt in deinen Verstand ein. Willkommen zurück. Wie kann ich heute behilflich sein? Plötzlich wirst du von einem Gefühl der Vertrautheit übermannt. Der wandelnde Gott hat diesen Diamanten als Archiv verwendet. Hier hat er Aufzeichnungen seiner Gedanken und Experimente aufbewahrt. Bestimmte Aufzeichnungen können abgerufen werden, indem man ein Suchwort ausspricht. Die Gezeiten. Die Vorschau verschiedener Einträge huscht an deinem geistigen Auge vorbei. Du siehst Ergebnisse vor dir, kannst aber nicht schnell genug ausmachen, wie sie angeordnet sind oder ob sie für dich nützlich sein könnten oder nicht. Es wird eine Weile dauern, bis du aus ihnen nützliche Informationen herausfiltern kannst. Du solltest mit der Zeit, die dir bleibt, sehr vorsichtig umgehen. Endlich findest du, wonach du gesucht hast. Eine männliche Stimme, die Stimme des Körpers, in dem du dich befindest, ertönt in deinem Kopf. Die Stimme sagt, die Gezeiten haben sich als äußerst fruchtbares Forschungsobjekt erwiesen. Die Tabat wissen nicht, auf was sie da gestoßen sind. Für sie waren diese Gegenstände nichts als weitere Numenera, aber ihre Kräfte könnten sogar dazu dienen, den Tod selbst ungeschehen zu machen. Ich hoffe, dass das so ist, für sie. Der wandelnde Gott. Die illusorische Kugel wird komplett leer. Die Stimme spricht zu deinem Verstand. Es gibt keine passenden Einträge. Kann ich dir mit einer anderen Frage behilflich sein? Alarm. Nix. Flucht. Deine Stimme sagt, ich werde mit diesem neuen Körper keine Risiken eingehen. Ich habe einen Sicherungsmechanismus in Gang gesetzt, der mich von hier wegbringen wird, sobald etwas mit mir oder dem Labor passiert. Sollten sich irgendwelche unvorhergesehenen Gefahren zeigen, müsste ich mich problemlos an einen sicheren Ort zurückziehen können. Du hörst einen donnernden Knall. Der Boden unter dir wird geschüttelt, wodurch du den Halt verlierst. Außerhalb der Kuppel siehst du den Horizont vor und zurück schnellen. Dir wird schwindelig. Plötzlich erscheint ein Mann vor dir. Er ist nicht vollständig da. Du kannst die Wolken und die Szenerie des Ortes, an dem er sich tatsächlich befindet, hinter ihm erkennen. Sein Gesicht ist von schrecklicher Angst gezeichnet. Er ist in den Turm eingedrungen. Jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis er hier ankommt. Wir müssen etwas unternehmen. Schnell! Sein Verhalten erinnert dich an das Phantom aus dem Labyrinth, auch wenn sein Gesicht, seine Kleidung und seine Stimme völlig anders sind. Was ist da los? Warum wurde der Alarm ausgelöst? Seine Mimik verfinstert sich. Der Kummer ist hier, er hat uns irgendwie gefunden und jetzt versucht er in das Labor einzudringen. Wir müssen dich hier herausbekommen. Die Synth-Truhe öffnen. Die Truhe ist mit einer Schaltarmatur versehen, auf der 17 merkwürdige Symbole angebracht sind. Gerade als du kurz davor bist, die Hoffnung zu verlieren, fällt dir etwas ein. Du kennst die richtige Kombination, um die Truhe aufzuschließen. Hastig gibst du sie ein, bevor sie deiner Erinnerung wieder entgleitet. Die Truhe öffnet sich mit einem sanften Klicken. Die einzigen nennenswerten Gegenstände in ihr sind ein hölzerner Stab, auf dem ein mehrfarbiger Kristall angebracht ist, und eine große Halbkugel aus Azurstahl. Den Dings nehmen wir mit.
Achso, den Stab mit dem Kristall untersuchen. Der hölzerne Stab hat nichts Besonderes an sich, aber sein kristallenes Ende stammt definitiv aus einer früheren Welt. Du vermutest, dass es sich um einen Kontrollstab handeln könnte. Der Kristall betäubt den Verstand jeder Kreatur, die ihn berührt. Einen Kontrollstab nehmen. Der Stab ist gut ausbalanciert und liegt hervorragend in der Hand, als sei er von einem hervorragenden Schmied hergestellt worden. Ob er dir wirklich von Nutzen ist, kannst du zwar nicht sagen, aber in deinen Händen macht er sich jedenfalls besser als in der Truhe. Die Kuppel aus Azurstahl untersuchen. Sie ist schwer, zu schwer, als dass du sie alleine tragen könntest. Für dich liegt die Vermutung nahe, dass es sich um eine Art Wandprojektor handeln könnte, der möglicherweise zur Verteidigung des Labors hierher gebracht wurde. Unglücklicherweise kannst du nicht ausmachen, was für eine Art von Barriere es erzeugen würde oder wie du ihn aktivieren kannst. Zum Archivdiamanten zurückkehren. Der Diamant öffnet sich und eine Frauenstimme hallt durch deinen Kopf. Willkommen zurück, wie kann ich heute behilflich sein? Machen wir gerade noch Tochter. Die illusorische Kugel, es gibt keine passenden, okay. Kontrollstab, nix. Der Wandprojektor. Eine Abbildung der Kuppel aus Azurstahl erscheint auf der Kugel im Diamanten. Die Stimme sagt, die Armatur war nicht einfach zu finden. Es gibt keine sichtbaren Übergänge. Aber wenn man erst einmal weiß, wo sie sich befindet, dann ist es einfach. Nachdem ich ihn gefunden hatte, zögerte ich nicht lange, den transdimensionalen Wandprojektor in das neue Labor zu überführen. Ich weiß nicht genau, was das alte Labor zerstört hat, aber ich bin mir sicher, dass es transdimensionaler Natur war. Der Projektor sollte eine Barriere erzeugen, die groß genug ist, um die gesamte Kuppel zu umgeben, für den Fall, dass dieses etwas zurückkehren sollte. Der Kummer. Die Stimme sagt, ich weiß nicht genau, was der Kummer ist, nur, dass er sehr alt ist, außerordentlich alt. Außerdem interessiert er sich nicht besonders für die üblichen Gesetze von Raum und Zeit. Ich frage mich, wie viel Gültigkeit diese Gesetze überhaupt haben. Jedenfalls bin ich das erste Mal über ihren Namen gestolpert, als ich die Gezeiten erforscht habe. Er scheint eine Art Wächter gewesen, gegen den Missbrauch der Gezeiten gewesen zu sein. Es gibt einige Hinweise darauf, dass er allein für die Zerstörung einer der früheren Welten verantwortlich ist. Die Stimme seufzt. Meine Experimente zur Bewusstseinsübertragung scheinen ihn geweckt zu haben. Ich glaube nicht, dass er es auf mich im Speziellen abgesehen hat, aber ich bin nun der Überzeugung, dass er für die Zerstörung meines vorherigen Labors verantwortlich ist. Plötzlich hörst du einen ohrenbetäubenden Knall. Die Luft scheint geladen und bringt jedes Haar deines Körpers dazu, sich aufzustellen. Tatsächlich scheint die Elektrizität deinen gesamten Körper zu erfüllen. Der spektrale Mann erscheint wieder vor dir. Er legt seine Hände auf deine Schultern, aber du spürst nichts. Er hat die elektronische Barriere zerbrochen. Wenn er dasselbe mit dem Plasmafenster macht, sind wir verloren. Er sieht durch die Klappe am Boden. Das könnte er durch ihn durchsehen. Wie sieht der Plan aus? Du hast doch einen, oder? Zur Synth-Truhe. Den Wandprojektor aktivieren. Du kannst die Armatur ausmachen, die in den Archiven beschrieben wurde. Jetzt, wo du weißt, wo sie sich befindet, lässt sie sich mit Leichtigkeit öffnen. Du legst deine Hand auf das schwarze Glas im Inneren. Durch deine Berührung scheint es warm zu werden und der Geruch von Regen steigt dir in die Nase. In der Entfernung kannst du ein leichtes Summen wahrnehmen und außerhalb der Kugel beginnt die Luft zu glitzern. Das Schild erscheint als Kugel. Du kannst nur hoffen, das ist übrigens der Schild. Du kannst nur hoffen, dass es dich eine Weile vor dem schützen kann, was auf dich zukommt. Zum Archivdiamanten. Bewusstseinsübertragung. Deine Stimme sagt, der Bewusstseinstransfer war ein Erfolg. Zunächst habe ich Mika in einen neuen Körper transferiert, ein Klon des Originals. Es scheinen keine schädlichen Nebenwirkungen aufgetreten zu sein. Also habe ich den Prozess an mir selbst durchgeführt.
Ich werde uns beide über die nächsten Tage sehr genau beobachten, aber zumindest für den Moment konnte ich wieder Hoffnung schöpfen. Ich bin mir sicher, dass es unvorhergesehene Langzeiteffekte geben wird, wahrscheinlich. Aber fürs Erste habe ich tatsächlich einen Weg gefunden, durch den ich den Tod selbst aufhalten kann. Ich kann mir keinen Langzeiteffekt vorstellen, der diesen Vorteil zunichte machen könnte. Die Tabat. Deine Stimme sagt, die Tabat waren zwar Dummköpfe, aber gleichzeitig auch begabte Plünderer und Glückspilze. Nur so konnten sie den Untergrat entdecken. Ich weiß immer noch nicht genau, was der Untergrat ist, aber ich bin der Überzeugung, dass er von den Dalat stammt. Dasselbe Volk, von denen ich über die Gezeiten und die Funktionsweise der Bewusstseinsübertragung gelernt habe. Das ist die beste Erklärung für den Erfolg der Tabat. Ohne den Untergang sind sie nichts weiter als simple Wesen mit mittelmäßiger Intelligenz. Dalat. Im Gegensatz zu den anderen Einträgen hörst du nicht deine Stimme, sondern die weibliche Stimme, die dem Archivdiamanten gehört. Man geht davon aus, dass das Volk der Dalat lang vor der neunten Welt existiert hat. Vermutlich kannten sie sich selbst nicht unter dem Namen Dalat. Ihr richtiger Name ist nicht bekannt. Sie haben sich eine Kraft zunutze gemacht, die in diesen Archiven als die Gezeiten zu finden ist, um damit die Psyche eines Individuums zu beeinflussen. Die Zivilisation der Dalat ist nicht untergegangen, sondern wurde vollständig ausgelöscht, und zwar von einer Kreatur namens Kummer. Der Kummer muss die Dalat also vernichtet haben, weil sie die Gezeiten missbraucht haben. Wenn die Waffe, die Mikas Krankheit ausgelöst hat, ebenfalls aus dieser Zivilisation stammt, dann erscheint es nur logisch anzunehmen, dass ihre Krankheit selbst auch Teil der Gezeiten ist, eventuell etwas wie eine Gezeitenwelle. Wenn das stimmt, gibt es vielleicht eine Möglichkeit für dich, sie aufzuheben. Der spektrale Berater weiß vielleicht mehr. Mika. Deine Stimme sagt, Mikas Zustand hat sich nach der Bewusstseinsübertragung nicht verbessert. Wenn sich überhaupt etwas verändert hat, dann zum Schlechten. Ich konnte diesen Umstand auf die Waffe zurückführen, die ich von den Tabat nach ihrer misslungenen Belagerung der Sargus-Klippen erhalten habe. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich ihre Wirkung aufheben kann. Eine schmerzerfüllte Pause folgt. Ich verstehe es nicht. Vielleicht müsste ich das herausfinden können. Ich werde es herausfinden. Alles, was ich brauche, sind mehr Daten. Ich habe bereits in der Theorie einen Prozess herausgearbeitet, durch den ich mein Bewusstsein mit ihrem verschmelzen kann, aber ich brauche einfach mehr Daten. Mit etwas Glück kann ich in den nächsten Tagen bereits Experimente durchführen. Bewusstsein verschmelzen. Es gibt nur einen einzigen Weg, Eintrag für dieses Wort. Und es ist derselbe Eintrag wie für das Wort Mika. Dem Eintrag zufolge würde er es in den darauffolgenden Tagen durchführen, weil dieser Eintrag ist mehrere Monate alt. Sollte er es wirklich versucht haben, hat er nie einen Eintrag dazu erstellt. Vielleicht weiß der spektrale Berater mehr darüber. Oh oh. Du hörst ein Zwischen und Kreischen. Ein Zwischen? Und kreischen unter dem Boden. Plötzlich wird die Metallkappe aus ihrer Verankerung gerissen, fliegt gegen die Glasdecke, hinterlässt einen Riss und zerstört schließlich das leuchtende Podest. Das Abbild des spektralen Mannes verschwindet. Eine faulige dunkle Wolke dringt aus der Klappe hervor und füllt die Umgebung mit abstoßendem Heulen und dem Geruch von verwesenem Fleisch. Tentakel dringen hervor und reißen alles in Stücke, was mit ihnen in Berührung kommt, ob Metall oder Synth. Aus dem Wolkengewülst dringt ein Gesicht hervor. Es untersucht dich und wendet sich dann der Kammer zu. Den Kontrollstab gegen den Kummer einsetzen. Mit einem Schrei drückst du den Kristall tief in den Kummer hinein. Nichts passiert. Der Kummer richtet seine furchterregende Aufmerksamkeit auf dich. Eines der Tentakel schlägt nach dir und teilt dabei sowohl die Wand als auch den Stahlboden entzwei. Es erreicht dein Gesicht und du fühlst nichts. Das Tentakel durchdringt deinen Körper mühelos. Dir wird klar, dass die Kuppel, nein, dein Körper selbst, sich auflöst, von einem Gerät in einen anderen Ort transportiert. Das Heulen des Kummers wird zu einem Kreischen. Obwohl der spektrale Berater nicht da ist, hörst du seine Stimme in deinem Kopf. Gut, dass der Sicherheitsmechanismus funktioniert. Du bist in Sicherheit, im Gegensatz zu mir und dem Mädchen. Ich werde mich sicher erholen können, aber sie, ich bin mir sicher, dass... Er wird durch die herumwirbelnden Tentakeln des Kummers unterbrochen. Die Truhe und der
Diamanten werden von ihnen zerfetzt. Die Kammer geht in einem purpurnen Flammenball auf. Und das Letzte, was du sehen kannst, bevor dein Verstand diesen Körper verlässt, ist das Gesicht des jungen Mädchens, das dahin schmilzt und in Asche verglüht. Oh. Die geisterhafte Frau erscheint direkt neben dir. Sie starrt auf die Tür, aus der du gerade gekommen bist. Ihre Augen sind rund wie der Mond. Ich erinnere mich jetzt an alles. Ich habe dir doch gesagt, dass ich alles mitbekommen habe, während ich in dieser Kammer war. Ich erinnere mich daran, wie mein Vater mich verlassen hat. Ich kann mich erinnern, dass du auch für mich dein Leben aufs Spiel gesetzt hast. Nachdem der Kummer die Stasiskammer zerstört hat, bin ich hier aufgewacht, im Labyrinth. Ich war aber nicht bei Bewusstsein, eine lange Zeit nicht. Nicht bis du gekommen bist und angefangen hast, Dinge zu verändern. Ich habe Dinge verändert, was meinst du damit? Sie sieht dich an, ihre Augen leuchten vor Zuversicht. Du bist der letzte Verstoßene, der von meinem Vater erschaffen wurde, um Zeuge dieses Ortes zu werden, um ihn zu kontrollieren. Du hast das Labyrinth verändert, seit du geboren wurdest. Du bist derjenige, der über dein Schicksal entscheiden wird. Ja. Also bist du nicht bloß eine Erinnerung? Nein, sagt sie bestimmt und sicher. Ich bin weder eine Erinnerung, noch eine Reflexion, noch eine Lacuna. Ich bin Mika, das vollständige Bewusstsein der Tochter des wandelnden Gottes. Aber ich konnte dich nicht retten. Du hast es versucht. Das ist schon einmal mehr, als ich von meinem Vater behaupten könnte. Du hast dein eigenes Leben riskiert. Sie seufzt. Außerdem, wenn du da drin gestorben wärst, hätten du und die anderen Verstoßenen nie existiert. Vielleicht gibt es einige Realitäten, die man nicht verändern kann. Ich verstehe alles, was ich verstehen muss. Also was tun wir jetzt? Eine vertraute Stimme unterbricht euch beide. Ihr müsst gar nichts tun. Ich hatte gehofft, dass du mir das öffnen würdest und jetzt sind wir alle hier, sagt der Geist. Seine Stimme ist nicht an seinen Körper gebunden, sie kommt aus den Wänden um dich herum, aus dem sich wandelnden Boden unter deinen Füßen. Es ist Zeit für die harte Wahrheit, Kind. Bevor er es beenden kann, dreht sich der Wind in dem Raum und eine narbenbedeckte Gestalt erscheint aus einer Lichtexplosion. Die erste Verstoßene. Du bist unfähig, die Wahrheit zu erzählen. Die Stimme hinter der Maske hört sich ermüdet und kalt an. Wann hast du das jemals getan? Sein Lächeln ist beruhigend. Wie wäre es mit jetzt? Er dreht sich zu dir. Ich habe dich gebraucht, um die Tür zu öffnen, und das hast du getan. Um den Käfig kann ich mich selbst kümmern. Seine Stimme drückt dich nieder wie eine Hand, die versucht, dich in die Knie zu zwingen. Wenn ich in die Resonanz eingehe, werde ich meine herumirrenden Kinder in meinen Verstand zurückbringen, denn dort gehören sie hin, überlass es mir und wir werden kein weiteres Problem miteinander haben. Was sagst du? Man sollte glauben, dass jemand, der sich der wandelnde Gott nennt, aus seinen Fehlern lernen sollte. Denke darüber nach, das war kein einfacher Weg. Ich würde eher sterben, als dich dort hineinzulassen. Nehmen wir das hier. Irritation spiegelt sich auf seinem transparenten Gesicht wider. Ich bin nicht hier, um zu erörtern, wer ich bin oder was ich getan habe. Ich bin hier, um einzufordern, was mir gehört. Der Boden unter deinen Füßen rumort bedrohlich. Und das wäre... Er sieht die geisterhafte Gestalt der Tochter des wandelnden Gottes an, als sähe er sie zum ersten Mal. Seine Überraschung ist wie ein kurzer, kalter Luftstoß, der durch die Dunkelheit zwischen euch fährt. Du, murmelt er. Du bist ihr Geist, der mich verfolgt. Meine Tochter ist tot, hörst du? Ich kann sie nicht zurückbringen, egal wie sehr ich mich bemühe. Ach ja? Sie hat nichts mehr zu sagen, aber ihre Augenbraue zieht sich ganz leicht zusammen. Sie ist verwirrt, als ob sie diesen Geist nicht als ihren Vater erkennen würde. Ist diese Kreatur mein Vater? Er sieht aus wie in meinen Erinnerungen, aber er fühlt sich nicht... Er schüttelt den Kopf. Genug! Ich will nicht gegen dich kämpfen, Verstoßene, aber du wirst mich nicht davon abhalten können. Wofür entscheidest du dich also?
Sie ist deine Tochter, das hat sie mir gesagt. Die Resonanz gehört nicht dir. Der echte wandelnde Gott ist gestorben, als ich geboren wurde. Du bist nur eine Sicherungskopie meiner Erinnerungen. Sie ist deine Tochter, das hat sie mir gesagt. Nein, der Geist sieht sie kaum an. Nein, sagt er, sie ist nicht echt. Ich wünschte, sie wäre es, aber Wünsche ändert nichts an der Realität. In deren vielleicht? Meine Tochter ist tot. Würdest du mich jetzt in Frieden die Resonanz betreten lassen oder muss ich mir meinen Weg freikämpfen? Die Resonanz gehört nicht dir. Der echte wandelnde Gott ist gestorben, als ich geboren wurde. Du bist nur eine Sicherungskopie meiner Erinnerungen. Absurd, grummelt der Chalkidon. Ich habe unseren Erzeuger jahrhundertelang gedient. Es ist er. Mit angezogener Augenbraue, sagt der Geist. Du drückst dich simpel aus, aber du bist nicht dumm. Selbst für einen meiner Verstoßenen. Ich bin der wandelnde Gott und du stehst mir im Weg. Die Stimme von Kelistich hallt durch den Raum. Narr! Wenn jemand das Erbe des wandelnden Gottes antreten kann, dann dieses Kind. Er hat Dinge vollbracht, die ich und schon gar nicht du niemals selbst erreichen könnten. Du hörst den lauten Widerhall ihres Lachens in der Kammer. Dank ihm bin ich nun selbst ein Gott. Ich weiß nicht, was du bist, aber ich weiß, wer ich bin, sagt er abschätzig. Es ist allerdings offensichtlich, dass ihn dieses Problem beschäftigt. Er seufzt. Wenn du wirklich dieser wandelnde Gott wärst, dann wäre diese Frau, sie zeigt auf die Tochter des wandelnden Gottes, selbst wenn diese Frau nur eine Erinnerung wäre, würde sie dich als ihren Vater anerkennen, denkst du nicht? Rin sieht die geisterhafte Frau freundlich an und dann wieder den Geist. Aber ich habe es gesehen, ihr Ausdruck, als du sie herausgefordert hast. Du bist ihr fremd. Er zuckt zusammen und dreht sich zu ihr. Sie erwidert seinen Blick, blinzelt ein einziges Mal und schüttelt den Kopf. Du bist nicht sie, sagt er. Dann wiederholt er sich, dieses Mal mit mehr Nachdruck. Du bist nicht sie, natürlich kennst du mich nicht. Er wendet sich vollständig von dir ab und starrt in die Dunkelheit. Er schüttelt den Kopf. Ich erinnere mich daran, mit dir auf dem Mond gesprochen zu haben. Du bist nicht der wandelnde Gott, du bist ein Berater, ein Update. Ein Bewusstsein muss kontinuierlich sein. Du bist eine Kopie dessen, was der wandelnde Gott einst war. Du wurdest nicht geboren, du wurdest vom wandelnden Gott erschaffen. Du brauchst mich auf eine Art und Weise, auf die der wandelnde Gott mich nicht braucht. Du konntest die Resonanzkammer nicht ohne mich aktivieren. Du könntest nicht einmal diese Tür öffnen. Sie erwidert seinen Blick ein einziges Mal und schüttelt den Kopf. Was? Der wandelnde Gott hätte in einem Kampf nicht verloren. Mal das hier. Du könntest nicht einmal diese Tür öffnen. Du vereinfachst das zu sehr. Der Unfall hat mich zu einem Gefangenen gemacht. Und jetzt, nur kurze Zeit später, habe ich die Kontrolle an der Wurzel deines Verstandes. Aber du erkennst jetzt etwas Neues in seinen Augen. Angst. Er schüttelt den Kopf. Ich erinnere mich daran, mit dir auf dem Mond gesprochen zu haben. Du bist nicht der wandelnde Gott, du bist ein Berater, ein Update. Er antwortet langsam. Und ich sagte, dass die Konversation uns in einen Solipisten verwandeln würde. Und wir haben gesagt, dass wir schon schlimmer beschimpft wurden. Seine Stimme wird bestimmter. Aber wir haben auch gesagt, dass wir uns keine Illusionen über die Heiligkeit des Bewusstseins machen. Und das ist immer noch wahr. Es reicht, murmelt er. Du kannst keine Wut mehr in seiner Stimme erkennen. Kein Feuer, nur eine große Müdigkeit. Sein Blick gleitet von dir über die anderen im Raum. Du hast recht. Am Anfang habe ich mich davon überzeugt, dass ich einfach nicht vollständig war. Dass etwas in meiner zerbrochenen oder sogar in mir wahrscheinlich zerbrochen oder sogar verloren war. Er starrt auf seine Hand. Oder durch sie hindurch. Aber das alles ergibt Sinn. Ich bin nicht er. Ich bin nah dran. Näher dran als andere. Aber der wandelnde Gott ist tot. Er senkt seine Hand. Stück für Stück löst er sich auf. Das Recht auf Existenz abgeschlossen. Aha. Abgeschlossen. Ja. Ist es wahr? War unser Erzeuger bereits die ganze Zeit über weg? Er mustert dich einen Moment lang. Dann gibt es für uns beide wohl keinen Grund zum Streit mehr. Du hast es geschafft. Er ist weg. Sie lacht kurz und bellend. Du hast etwas vollbracht, das mir nie gelungen ist. Ich schätze, ich schulde dir Dank. Hey, it looks like you've got this, and I...
Sie blickt besorgt um ihre Schulter, als ob jemand nach ihr gerufen hätte. Ich kann nicht bleiben. Ich bin sorry, aber ich kann nicht. I'm glad I got to see you one more time, though. Mhm. Werden wir uns jemals wiedersehen? Warum kannst du nicht bleiben? Ha, ich habe nicht nur herumgesessen und darauf gewartet, die Welt zu retten, weißt du? Ich steckte gerade mitten in einer Sache drin. Sie richtet ihren Rucksack und wirft erneut einen Blick über ihre Schulter. Das ist eh deine Welt und nicht die meine, das weißt du. Werden wir uns jemals wiedersehen? Sie beißt sich auf die Lippe. Ich hoffe ja. Halte Tyria nah bei dir. Vielleicht, wenn du mich brauchst. Nun, er hat mich schon einmal gerufen, nicht? Sie wirft erneut einen Blick nach hinten. Selbst wenn er das nicht macht, wirst du immer bei mir sein. Ohne dich wäre ich nicht so, wie ich jetzt bin. Plötzlich wirft sie sich nach vorne und wirft ihre Arme um dich. Es ist erstaunlich, wie groß sie ist, sogar größer als du. Sie küsst dich auf die Wange. Als sie von dir wegtritt und lächelt, sind ihre Tränen kaum zu sehen. Farewell, my friend. My home and hearth and bread are forever yours. Plötzlich öffnet sich ein Portal, das helle Licht und die Bäume von vorher quellen heraus. Sie winkt dir ein letztes Mal und dreht sich dann zum Portal um. Mhm. Ja, ich denke... Ich weiß jetzt nicht, wie viel hier jetzt noch kommt, aber es sieht ja so aus, wenn das jetzt zu Ende wäre. Haben wir noch eine Quest? Ne, ist eigentlich alles gegessen. Machen wir hier gerade noch den Stufenaufstieg. Ja, Fähigkeit, ja, super. Okay, fertig. Dann reden wir halt nochmal mit Mr. Kalkedon. Wir haben nicht länger Streit miteinander, jetzt tu, wofür du gekommen bist, okay? Du hast gewonnen, jetzt tu, wofür du gekommen bist. Na okay, dann müssen wir wahrscheinlich hier nur noch das aussuchen, was wir machen wollen. Pulsierende Hitzewellen rasen die Treppen hinunter. Du hörst ein tiefes, lang anhaltendes Surren. Irgendetwas zwischen einem Seufzen und einer Melodie. Die Tür singt, als würde sie dich willkommen heißen. Selbst bei schwachem Licht leuchtet das Rad am unteren Ende der Tür. Deine Hände kribbeln, wenn du die Tür nur ansiehst. Etwas in deinem Verstand macht Klick und die Tür antwortet. Versteckte Zahnräder drehen sich hinter dem Käfig. Die Tür öffnet sich, aber nur für dich. Mhm. Oha. Der Kummer. Die Kraft des Kummers ist hier am stärksten und trägt die unruhigen Psychen... Okay, die anderen Typen sind mit. Unruhigen Psychen seiner Opfer wie einen zerfledderten Mantel. Fasern aus Licht und Energie treten aus ihm aus. Merkwürdige Farben, die zu keinen dir bekannten Gezeiten passen. Seine Ranken flattern und schlottern in einer unsichtbaren Brise. Du kommst endlich zu mir und doch haben wir schon so viele Male zuvor getroffen. Haben wir uns schon so viele Male zuvor getroffen. Seine Stimme zischt facettenreich. Eine Stimme hebt sich vom Rest ab. Die zarte und tiefe Stimme einer Frau. Es bereitet mir keine Freude, dich an diesem Ort zu treffen. Doch du und deinesgleichen haben mir keine andere Wahl gelassen. Jeder Körper, den dein Erzeuger erschafft, missbraucht die Kräfte, welche du Gezeiten nennst. Sie ziehen die Energie von denjenigen ab, die sie umgeben. Dadurch schwächst du die Siegel für Energie, die du nicht begreifst. Du verstärkst das Leid in der Welt. Jeder Versuch, diesen Schaden zu lindern, ist fehlgeschlagen. Jeder Schritt führt zu Elend. Du bist der Erste nach Jahrtausenden, der mich in einer verkörperten Sprache reden hört. Du bist hartnäckig, zäh und ausdauerhaft. Also werden vielleicht Worte reichen, wo Zerstörung versagte. Es ist Zeit, dieses Experiment der Unsterblichkeit zu einem Abschluss zu bringen. Während die Kreatur spricht, greifen dich ihre Gedanken an und erdrücken deinen Geist in einer fremdartigen Umarmung. Es erfordert eine extreme Willensanstrengung, um sie auszusperren oder einfach nur zu reden. Wir haben die Gezeiten das Leid in der Welt verstärkt. Die Gezeiten selbst verursachen kein Leid, sondern ihr Missbrauch in euren Körpern. Deinesgleichen haben im Namen des ewigen Lebens Qualen über die Welt gebracht. Ihr bringt Schmerz, großen und kleinen, absichtlich und versehentlich. Ohne euch hätte die endlose Schlacht nie gewütet. Ohne euch hätten die Kinder der endlosen Pforte nicht die Welt terrorisiert. Verrat, Gemetzel und Blutvergießen sind die Markenzeichen im Fahrwasser eines Verstoßenen.
Da hat wohl jemand mit HTML-Codes gespielt oder so. Der Kummer schweigt einen Augenblick. Daraufhin spricht er: Deine Schwester, die Sklavenhalterin Tol Magul, hat ihr Leid in das Kind Rin getrieben. Obwohl das Mädchen ihr nichts getan hatte. Deine Schwester Martkina nahm die Augen ihres Adoptivvaters und wenn sie auch trauerte, so änderte sie ihre Art und Weise nicht. Selbst die fromme Adiris brachte Qual in diese Welt. Sie dachte, sie würde meine Aufmerksamkeit erregen, als sie mich im Mil Avest anfiel. Nein, sie war bereits gezeichnet. In ihrem Körper brachte dein Erzeuger den zerklüfteten Traum nach Sargus-Klippen, um Unfrieden zu stiften. Adiris wies sie zurück, doch das Chaos und Elend wurden von ihr durch diese Welt mitgeschleppt. Verstoßene bringen Schmerz. Ich versuche nur, den Missbrauch der Gezeiten zu beenden. Tust du das? Wir werden sehen. Ich weiß, was sie über mich sagen. Zerstörer der Zivilisationen, Geliebte des Todes, Seelenstehler, Beende des Krieges. Und doch bereitet mir Zerstörung keine Freude. Meine Suche nach deinesgleichen war lediglich eine Angelegenheit der Zweckmäßigkeit. Doch du bist trotz meiner Versuche, dich aufzuhalten, so weit gekommen. Ich werde dir eine letzte Chance zu einer alternativen Lösung geben. Als Adiris dich fragte, was ein Leben wert sei, antwortest du, dass es nichts wert sei, dass jeder sein eigenes Leben und seine eigene Wahrheit mit Sinn erfülle. Wir werden sehen, ob du zu deinen Worten stehst. Was ist das für ein Ort? Dieser Ort ist die zentrale Kammer deines kollektiven Geistes. Es ist die Resonanz, die wahre Ausprägung. Deine Resonanzkammer war lediglich ein Schatten. An diesem Ort berührt man das Wissen und die Stärke jedes Verstoßenen, der erschaffen wurde. Warum bist du hier? Als du mir auf dem Mond entwischt bist, platzierte ich ein Stück von mir hier als letzten Ausweg. Seitdem fahre ich hier in deinem Geist. In der Tat hätte ich den Mond nicht finden können, wärst du nicht mit Lebensbildbetrachter zu ihm zurückgekehrt. Mit mir im Anhang. Ich rief mich in dieser Realität zu mir und durchbrach die Verteidigung der Station, um die Zeitschleife zu schließen, die mich hierher brachte. Alles, um sicherzustellen, dass die Macht der Resonanz nicht missbraucht wird, dass deinesgleichen die Welt nicht wieder verschlechtern. Aha. Was bist du? Ich bin ein Wächter, ein Beschützer, das Erbe eines vergessenen Volks, der die Aufgabe hat, zu bewachen, was sie zu verteidigen nicht in der Lage waren. Ich habe den Geist überzeugt, dass der wahre wandelnde Gott tot ist. Ist das wahr? Es ist zu spät, um über Wahrheiten und Identitäten zu sprechen. Derjenige, den du Geist nennst, war die Verkörperung des Lebens und Erinnerungen des wandelnden Gottes. Als du ihn dafür überzeugt hast, dass er tot sei, wurde das nur allzu wahr. Alles, was vom wandelnden Gott übrig bleibt, alles, was er ist und war, ist jetzt hier im Labyrinth. Adiris sagte, dass sie noch nie eine Gezeitenwelle genutzt hat. Wie hat sie die Gezeiten missbraucht? Die Wellen sind eine Manifestation dieses Leids, doch deinesgleichen entziehen und verzerren diese Energie der Gezeiten auf einer Ebene, die du nicht begreifen kannst. Ihre Durchreise ließ Liebende zanken und Kinder weinen, Konflikte eskalieren, die man hätte vermeiden können. Obwohl sie diese Wahrheit vermutete und die Zuflucht von Mila West aufsuchte, ist auch sie der Grund unsichtbaren Elends geworden. Jeder von euch ist gleich. Was geschieht jetzt? Es liegt an dir. Die Frage ist, mit welcher Absicht bist du gekommen? Ich bin gekommen, um den wandelnden Gott davon abzuhalten, unsere Existenz auszulöschen. Er hält kurz inne. Das Schicksal der Verstoßenen hängt an einem seidenen Faden. Sei vorsichtig. Mein Erzeuger glaubte, er würde dich davon abhalten, uns zu jagen, wenn er alle Verstoßenen in sich sammeln würde. Ist das wahr? Er klingt beinahe nachdenklich. Vielleicht, eine Zeit lang, wenn er der Versuchung widerstehen könnte, weitere Verstoßene zu schaffen. Aber ich habe ihn durch die Jahrhunderte verfolgt und ich weiß, dass er nicht widerstehen könnte. Die Verlockung neuer Erfahrungen ist zu stark für ihn, um widerstehen zu können. Er würde mich immer und immer wieder wecken.
Die erste sagte, die Trennung der Verbindung zwischen uns würde dich davon abhalten, uns zu jagen. Ist das wahr? Die Verbindung, von der sie spricht, ist das Labyrinth selbst. Ihr würdet eure Kraft nicht mehr aus diesem Ort beziehen und meine Jagd auf euch würde enden. Die Lösung deiner Schwester hätte diesen Ort gesprengt. Sie hätte die Gezeitensiegel zerstört, die das Volk vor dem Wahnsinn schützt. Meine Aufgabe ist es, diese Siegel zu bewachen und diese Energie zu beschützen. Hätte ihr Plan tatsächlich funktioniert, so hätte er die Geister von Tausenden zerstört. Das konnte ich nicht zulassen. Was wäre, wenn die Verstoßenen in jemand anderen gesammelt würden, in jemanden, der den Kreislauf nicht aufrechterhält? Gibt es einen anderen Weg, die Gezeitenverbindungen zu trennen? Was ist, wenn ich einfach alles wieder so haben möchte, wie es war? Ist das möglich? Gibt es einen anderen Weg, um die Gezeitenverbindungen zu trennen? Die Resonanzkammer war ein plumpes Instrument. Alleine hätte sie das Labyrinth gesprengt und zerstört. Die Resonanz ist jedoch eine scharfe Klinge. Sie kann die Verbindung sauber und ohne Beschädigung durchtrennen und dabei deinesgleichen und die Bedrohung, die ihr für die Integrität der Gezeitenenergien darstellt, ausschalten. Das ist die weise Entscheidung. Was ist, wenn ich einfach alles wieder so haben möchte, wie es war? Ist das möglich? Er wägt deine Worte ab und prüft die Konsequenzen. Schließlich spricht er, ja, du und deinesgleichen dürfen weiter existieren und ich werde euch weiter jagen. Der ständig präsente, lauernde Geist eurer Sterblichkeit, der euch einen nach dem anderen aus der Geschichte löscht, das werde ich erlauben. Wie es scheint, wirst du jede Wahl erlauben, die ich treffe. Wogegen wirst du dich doch widersetzen? Er zögert, als sei er nicht sicher, ob er diese Informationen weitergeben soll. Die Resonanz hat die Kraft, zu verbinden und zu trennen und den Schutz über die Gezeiten vollständig aufzuheben. Dies wird eine wahrlich gefährliche Kraft freisetzen und das Land und die psychische Landschaft über Jahrtausende hinweg gefährden. Ich kann diese Entscheidung nicht erlauben und werde mich mit all meiner Kraft widersetzen. Den Schutz aufheben? Einen Schutz wie dich? Ich bin ein Teil dieses Schutzes, doch nicht der einzige Teil. Die freigesetzte Gezeitenkraft würde durch dieses Gebiet fließen und die mentale Landschaft verwüsten. Viele würden ernstzunehmenden Schaden an ihrem Verstand erleiden und andere würden jahrtausende lang keine Möglichkeit haben, durch die entstandene psychische Verschmutzung zu reisen. Er zieht sich zu einer unheimlichen Form zusammen. Das werde ich nicht zulassen. Was wäre, wenn die Verstoßenen in jemand anderen gesammelt würden, in jemanden, der den Kreislauf nicht aufrechterhält? Wenn du so eine Person finden könntest, würde ich das als ideale Lösung betrachten, doch bedenke diesen Ort. Die Arme des Kummers schweifen durch die Resonanz, ihre merkwürdig flatternde Bewegung verzerrt deine Wahrnehmung. Dies ist ein Raum, der zu groß für einen sterblichen Geist ist. Selbst einer, der durch die Realität gebrochen ist, kann nicht alles aufnehmen. Einer, der bereits auf das Labyrinth eingestimmt ist, könnte deine Geister erfolgreich halten. Nur einer deiner Art. Sagt es jemand, der auf das Labyrinth eingestimmt ist, könnte die Geister der Verstoßenen aufnehmen. Trifft das auch auf Mika zu? Sie hat keinen Körper, doch wenn du ihr ermöglichen würdest, an die Oberfläche deines Geistes zu kommen und deinen Körper zu übernehmen, wäre es für sie möglich, diese Erfahrungen zu absorbieren. Doch ich weiß nicht, ob das die Krankheit heilen würde, welche die Experimente ihres Vaters in Gang gesetzt hat. Wie wähle ich? Ich habe mich durch diesen ganzen Ort verflochten. Er gehört mir. Nenne mir deine Entscheidung und ich lasse sie wahr werden, wenn ich zustimme. Was, wenn du meine Wahl nicht akzeptierst? Dann werde ich mich mit all meiner Kraft gegen dich stellen. Das ist der Grund, warum ich hier bin. Also, wir können theoretisch alle in Mika rein, sind aber damit quasi ausgelöscht. Wenn du bevorzugst, dass wir alle sterben, warum durchtrennst nicht einfach du die Verbindung? Ich habe mich hier manifestiert, doch ich kontrolliere die Resonanz nicht. Ich bin das Türschloss, während deine Gedanken der Schlüssel sind. Dein Wille bleibt an diesem Ort von höchstem Rang. Ich kann deiner Entscheidung widerstehen, doch ich kann sie nicht für dich fällen. Okay, also wir können alle in Mika rein. Dann
Damit würde irgendwas freigesetzt werden. Was für, na? Du und deinesgleichen würdet sterben, ohne dass ich eingreifen müsste. Es wäre eine Entscheidung, die du fällen würdest, um die Gefahr, die ihr stellt, für einen Mal aus der Welt zu schaffen. Das ist also scheiße. Sag mir nochmal, kann ich wirklich alles so wieder zurücksetzen, wie es war, als ich geboren wurde? Ihr werdet meine Beute bleiben. Es ist keine ideale Lösung, doch es ist keine, derer ich mich widersetzen werde. Wir könnten den auch umbringen. Sie Gezeiten frei. Also gut, ich bin bereit, meine Entscheidung zu fällen. Es kräuselt sich in der mentalen Brise, die von deinem Selbstvertrauen ausgeht. Ich erwarte deine Entscheidung. Ich werde die Arbeit des wandelnden Gottes beenden und alle Verstoßenen in meinem eigenen Bewusstsein vereinigen. Das wäre natürlich auch eine Option. Wir Verstoßenen sind ein Krebsgeschwür. Ich werde die Gezeitenverbindung trennen, um unseren Einfluss auf die Welt herauszuschneiden. Nee. Keiner dieser Entscheidungen ist richtig und ich habe kein Recht, über das Schicksal so viele zu entscheiden. Ich möchte alles und jeden wieder so zurücksetzen, wie es war. Die einzige Schuldlose hier ist Mika, die sterbliche Tochter des wandelnden Gottes. Vereinige unser Bewusstsein in ihr und sie wird den Rest ihres Lebens in meinem Körper verbringen. Naja. Meine älteste Schwester, die erste, ich wähle sie als Verwahrungsort für unsere Geister aus. Vereinige uns alle in Matkina. Okay, das ist ja auch interessant. Ich lehne deine Autorität ab, Kummer. Ich werde die Resonanz verwenden, um dich zu zerstören und wir alle werden frei leben. Es gerät in Bewegung und die Farben, die um den Kummer flackern, wirken wie wütende Blitze. Hast du mich nicht verstanden? Wenn du mich zerstörst, zerstörst du den Schutz der Gezeiten. Du wirst eine Gezeitenexplosion auslösen, die Hunderttausende in den Wahnsinn oder in den Tod oder ein Schlimmeres treiben wird. Du wirst dieses Land für die nächsten Generationen ruinieren. Ich werde mich dir mit jeder Faser meiner Stärke widersetzen. Du hast bereits Zivilisationen zerstört. Ich spüre den Tod jedes Opfers. Ich werde dir ein Ende setzen. Diese Leben verblassen im Vergleich zu den Schrecken, die du freisetzen könntest. Ich handle zum Wohle der Zukunft. Solange du lebst, sind wir Sklaven des Schreckens. Ein Schrecken, der uns von deinen Schöpfern auferlegt wurde. Wenn wir dich zerstören, werden wir wahrhaftig frei sein. Ich habe dich studiert. Ich kenne deine Schwächen. Ich bin dir ebenwürdig. Ich bin bereit für dich. Ich habe dich hergebracht, während du mich geführt hast. Ich habe dich manipuliert. Ich bin jetzt bereit, dir ein Ende zu setzen. Die Verstoßenen sind meine Familie. Ich tue, was getan werden muss, um sie vor dir zu beschützen. Wow, das sind ja viele Optionen. Deine Existenz schränkt die Grenzen des Fortschritts ein und zwingt uns den Willen deiner Schöpfer auf. Wenn du nicht mehr willst, mehr bist, können die Gezeiten frei und vollständig... Okay, nehmen wir das... Solange du lebst, sind wir Sklaven des Schreckens, ein Schrecken, der uns von deinen Schöpfern auferlegt wurde. Wenn wir dich zerstören, werden wir wahrhaftig frei sein. Wie du wünschst. Der Kummer wickelt sich auf und beginnt sich wieder abzuwickeln. Eine strömende Tapisserie aus Ranken, zerfetzten Geistern und gefangenen Gezeiten. Ein Kaleidoskop aus Farben, die ein menschlicher Verstand nicht erdenken kann. Jeder verspürte Drang, jeder Nerv in deinem Körper schreit vor Gefahr, Gift, einem unaufhaltsamen Raubtier. Der Kummer bauscht sich immer weiter auf und bäumt sich vor dir auf, um sich auf den vernichtenden Schlag vorzubereiten. Setze deine letzten Willensfetzen ein, um den Kummer zu sprengen, auch wenn es dich selbst zerstören wird. Er ergreift deine Schwächen und selbst als du versuchst, dich für die letzte hastige Verteidigung zu erheben, jagen seine Energien durch deinen Geist. Du fühlst Kälte, das Brennen interstellaren Raums und den Druck des Ozeanes der Zeit, während der Kummer dich auseinanderreißt. Doch deine Angriffe haben ihren Schaden verursacht. Der Kummer verliert die Kontrolle über seine Form, seine Energie und kreicht in machtlosem Zorn. Der Kummer bricht in eine Corona der Gezeitenflamme aus und löscht alles um ihn herum aus. Du Narr, du hast Wahnsinn über die Unschuldigen gebracht. Energiefetzen bespritzen die Kammer. Mit einem letzten verzweifelten Ausfall wirft der Kummer sein sich auflösendes Selbst über die Resonanz und taucht in ihre Strahlung ein.
Die Resonanz verdunkelt sich. Der Wille des Kummers frisst wie Säure an ihrer Integrität. Du spürst, wie die Kammer um dich herum zusammenbricht, das Labyrinth zerfällt und deine Verbindung zu den anderen Verstoßenen sich auflöst. Was? Du spürst, okay. Die Traumzone verblasst, während der Kummer implodiert. Und dann Dunkelheit. Aha, deine Tat breitet sich mit der Gewalt eines Asteroideneinschlags über die Welt aus und bringt unkontrollierte Zerstörung und unumkehrbaren Wandel mit sich. Deine Art besteht weiter, sterblich, aber frei vom langen Schatten des Kummers. Andere bezahlen den Preis mit Wahnsinn. Diese neue Welt, gleichzeitig heller und dunkler als die vor deiner Geburt, ist dein Ende. Das war jetzt nicht so cool. Okay, dann machen wir mal was anderes. Blabla, blabla. Da muss ich ja jetzt nicht alle Dialogoptionen durchgehen. Ach, das war dasselbe. Ich möchte alles und jeden wieder so zurücksetzen, wie es war. Das klingt ja eigentlich auch noch halbwegs vernünftig. Alle Verstoßen in meinem eigenen Bewusstsein vereinigen. Naja, aber zurücksetzen, dann muss man halt immer da aufpassen und... Ja, optimal sind die natürlich alle nicht, ne? In meinem eigenen Bewusstsein. Machen wir jetzt einfach mal. Halt! Nicht weiter! Halt! Wie kannst du es wagen, eine Entscheidung für uns alle zu fällen? Du bist der jüngste Verstoßene mit der geringsten Erfahrung. Du würdest uns aufgrund deiner Unreife und deines Egoismus das Leben kosten. Jeder von uns sollte das Recht haben, über sein Schicksal zu bestimmen. Schüttelt traurig den Kopf. Du bist so schlimm wie der Mann, der uns erschaffen hat. Sogar noch schlimmer. Denn du weißt, dass unser Bewusstsein separat von seinem existieren. Ihr Einwand ist nicht unbegründet. Dein Leben ist kurz, deine Erfahrung gering. Deine Wahl hat das Potenzial, viele zu töten und du entscheidest, dein eigenes Leben zu verschonen. Dein Erzeuger hat erkannt, dass der Überfluss an Verstoßenen meine Aufmerksamkeit weckte. Er wusste, dass die Schöpfung weiterer meine Aktivität steigern würde, und doch beharrte er über die Jahrhunderte hinweg darauf. Ich habe keine Garantie dafür, dass du dieses Muster nicht wieder aufnehmen würdest. Ehe ich das erlaube, beantworte mir eine Frage. Warum hast du diese Entscheidung getroffen? Ich kenne meinen Geist. Ich bin der Einzige, dem ich traue, nie wieder neue Verstoßene zu schaffen. Die anderen Verstoßenen haben lange Leben gelebt. Ich hatte überhaupt keine Chance, zu leben. Sehr gut. Ihr Leben sollte bewahrt werden. Ich werde Ihre Erinnerungen ehren. Wenn du eine knallharte, ehrliche Antwort möchtest, ich möchte nicht sterben, ist auch gut. Es ist meine Entscheidung. Ich muss mich nicht rechtfertigen. Ich kenne meinen Geist. Ich bin der Einzige, dem ich traue. Sie wendet sich, wendet dir ihre Maske zu, während sie deine Aussage abschätzt. Dann nickt sie knapp. Das ist möglich. Ich könnte in Versuchung geraten. Die zischende Stimme klingt beinahe amüsiert. Selbst wenn du die Chance hättest, neue Wissenshorizonte zu erforschen? Doch, vielleicht ist deine Analyse korrekt. Du könntest die Konsequenzen besser verstehen. Der Kummer schweigt für einen schrecklichen Augenblick. Wenn dies dein Wille ist, ich werde mich dir nicht widersetzen. So soll es geschehen. Der Kummer streckt seine Arme aus. Mach dich bereit! Die Lichter, die durch seine Form tanzen, verbinden sich. Die gequälten Geister, die sich darin befanden, strömen heraus, angezogen von einer unsichtbaren Singularität im Herzen der Kammer. Der Kummer löst sich Faser um Faser zu diesem unsichtbaren Loch auf, wird zu einem Gitter, einem Ring,
einer beinahe unbegreiflichen Sprache aus Symbolen und Gedanken, die seine Bestimmung freilegen. Ein reines, weißes Licht wächst im Herzen der Resonanz an und greift nach dir. Das Licht umhüllt dich in einer zarten Umarmung. Die Mauern des Labyrinths um dich herum stürzen ein. Du wirst zur Singularität. Und die Geister der Überlebenden und Verstoßenen fließen langsam auf dich zu. Ein Bach, ein reißender Strom, eine Flut, ein Tsunami der Erfahrungen und Erinnerungen, der sich über ungeahnte Jahrhunderte und Welten erstreckt. Und du erinnerst dich an alles, an Schmerz und Tragödie und Leiden und Triumph und alle Staubpartikel und Träume unzähliger anderer, die versucht haben, ihre Fußspuren in der Welt zu hinterlassen. Lass die Erinnerungen kommen. Dämpfe die Erinnerungen, übernimm die Kontrolle. Du kämpfst darum, inmitten der Woge aus Verwirrung und Zeit deine Identität zu behalten. Nach einer Ewigkeit des Willens, ein Moment, in der Instase gefroren ist, ertränkst du die Kakophonie der Erfahrung. Du hast gesiegt. Nur dein Geist verbleibt, erwacht, im Glanz versponnen. Aha. Du erwachst auf dem kalten Boden in der Festung der Memovira. Als du die Augen öffnest, befällt dich Schwindelgefühl und eine momentane Panik, als du den Kummer mit sich schlängelnden und windenden Ranken hier schweben siehst. Du setzt dich auf. Rund um dich verstreut liegen die Überreste der Schlacht, doch du spürst, dass in dem stillen Raum etwas fehlt. Es dauert einen Moment, bis du weißt, was es ist. Die erste ist weg, ebenso wie alle ihre Verbündete. Nicht nur tot, sondern spurlos verschwunden. Selbst Matkina ist spurlos verschwunden. Die Resonanz wurde versiegelt und die Gezeiten sind wieder ruhig. Deine Geschwister sind nun Teil von dir. Unsere Reise ist zu Ende. Wo sind die anderen hin? Sie waren Geschöpfe der Gezeiten, zusammengehalten durch das Geschick eures Erzeugers. Als sie diese Verbindung verloren und in die Resonanz gezogen wurden, haben sich ihre Körper aufgelöst. Ich habe ihre körperlichen Überreste entfernt. Das heißt, du wirst mich nicht mehr jagen? Sofern du nicht die Experimente deines Erzeugers fortsetzt oder auf andere Weise mit der Energie der Gezeiten spielst, werden wir uns nicht wiedersehen. Seine nächsten Worte sind wohl überlegt. Solltest du dies jedoch tun, werde ich nicht zögern, dich vollständig zu vernichten. Du tust gut daran, unsere Übereinkunft nicht mit Freundschaft zu verwechseln. Dich an deine Begleiter wenden. Was werdet ihr jetzt tun? Was gibt's? You have triumphed over your brothers and sisters and have claimed the whole of this timeline for yourself. I believe I shall continue to be a part of your journey, though from afar. Now that I can be anywhere at any time, I trust our paths will cross again. Sie nimmt noch einen Schritt zurück und fängt an, außer Sicht zu verschwinden. Nur das schwächste Schimmern bleibt von ihr über. Werde ich mich da draußen an ihn erinnern? Werde ich mich darum scheren, wenn ich es nicht tue? Das werden wir sehen. Du? Now? The now has never felt so much like an end until, well, now. I suppose I could find another beginning? That's what I'd like. Saving the world for someone else. Geh jetzt, wähle einen weiseren Pfad als dein Erzeuger und du wirst mich nie wiedersehen. Der Kummer verblasst und verschwindet. Dich daran machen, den angerichteten Schaden wieder gut zu machen. Einen neuen, starken Weg finden. Gehen, mach dir später Gedanken über die nächsten Schritte. Dich daran machen, den angerichteten Schaden wieder gut zu machen. Ja, du wirst das wieder in Ordnung bringen, auch wenn du noch nicht weißt, wie. Aber du hast Zeit und wirst Verbündete suchen, die dir helfen. Du machst dich durch die rußgeschwärzten, blutverschmierten Trümmer auf den Weg in die große Welt, die draußen auf dich wartet. Nach Abwesenheit der Verstoßenen veränderte sich die neunte Welt, manchmal zum Besseren, häufig zum Schlechteren. Die Verstoßenen waren mächtig und Machtpositionen bleiben nicht länger unbesetzt oder unumkämpft. Und doch waren sie nie wieder gesehen. Ihr Geist dämmerte in öder, undurchdringlicher Finsternis, gefangen in einem singulären Bewusstsein für die Ewigkeit. Sofern die möglich ist. Deine Weisheit und Selbstlosigkeit blieben unvergessen. Noch viele Jahre später inspirierten Berichte über dein kurzes Leben Heiler dazu, sich selbst kennenzulernen, sich zu verbessern und die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
Über dein kurzes Leben? Aber, ich lebe doch noch. Elegan suchte Mentale außerhalb der Sargus-Klippen auf. Sie lehrten ihn, den geheimen Code zu entschlüsseln, der sein Volk befreien würde. Er kehrte mit dem Rahmen nach Ormond zurück. Stück für Stück legte er seine Tätowierungen frei und warf sie durch das schwarze Metallportal. Seine Freunde erschienen auf der anderen Seite, verstört und schockiert von den langen Jahren der Gefangenschaft in Elegans Geist und Körper. Aha. Sie erlitten keinen bleibenden Schaden. In seinen verbleibenden Jahren lernte Elegan den Rahmen und seine Funktionsweise zu verstehen. Ormond wurde zu einem Nomadendorf auf dem Leib eines einsamen Reisenden. Sein Volk gedieh und niemand vergaß. Ich hab da gar nicht geklickt! Kalistich fand in der Datmosphäre eine neue Welt des Wissens und der Freude. Sie war endlich befreit von der tyrannischen Umklammerung ihrer Schwestern und ließ allen Einfluss, den sie auf ihren psychischen Körper haben könnten, hinter sich. Sie mögen versuchen, sie dort zu erreichen, doch sie ist darauf vorbereitet und mit dem Schutz des Verstandes des letzten Verstoßenen gerüstet, mit dem er ihr zuletzt die Selbstbestimmung schenkte. Tibia kehrte zu den Sargos-Klippen zurück, gebeugt von der Last seiner Schuld und des Verlusts seiner Geliebten, seinen näher geliebten Auvigin. Das war doch sein Nestgeliebten, oder? Jedes größeren Sinns beraubt, wandte er sich wieder den unzähligen Plänen zu, die ihn einst am Leben erhalten hatten. Aber das taten sie nicht mehr. Von dem verzweifelten Wunsch beseelt, seine Fehler zu vergessen, stürzte er sich in Vergnügungen und nahm gefährliche und abscheuliche Aufträge an, um seinen extravaganten Lebenswandel zu finanzieren. Kurz vor dem Ende waren auf seinem Kopf nicht weniger als 5 Prämien ausgesetzt, aber die Levis fanden ihn zuerst. Verantwortlich für Verbrechen, die ihn einst hätten schaudern lassen, fand sich Tyber schließlich vor einer jubelnden Menge und dem Henkerwieger wieder, den er einst gefürchtet hatte. Tod Tiberis. Eritis brach allein auf, hellstrahlend wie ein Komet, und doch hatte er Schwarm der Nanodämonen bei dem Preis für die gesteigerten Kräfte ihres Helden nicht übertrieben. Aha. Bald humpelte Eritis, dann kroch er. Einige Wochen später fand ein Reisender einen unscheinbaren Fremden mit strohblondem Haar tot auf der Straße. Er hatte keine einzige Wunde. Ein einzelner goldener Fleck zierte seinen Mundwinkel. Leichtfüßige Stiefelabdrücke, die Füße der Leiche waren sauber und nackt, wie dem Reisenden auffiel, führten die Straße entlang in Richtung des Sonnenuntergangs. Ja, dem hätten wir leider nicht geholfen, nicht helfen können. Rin kehrte zufrieden in ihre Welt zurück. Sie hatte den gerettet, der sie so großzügig gerettet hatte. Dadurch konnte sie mit einem wichtigen Teil ihres Lebens abschließen. Sie würde den letzten Abgeworfenen nie vergessen. Was den Rest ihrer Geschichte angeht, so muss dieser noch geschrieben werden. Pico und Kiek verbrachten zusammen ein langes Leben. Irgendwann konnte Pico Kiek überzeugen, dass auf den Straßen oben bessere Arbeit gab. Sie hatten es schwer, aber sie hatten immer einander. Schließlich heirateten sie und verließen das Sargus-Protektorat auf der Suche nach einem ruhigeren Leben. Nim und Sepp blieben viele Jahre lang im Klippenrand. Nim wurde eine Künstlerin, allerdings verkauften sich ihre Skulpturen nie besonders gut. Sepp fand Arbeit in der Schattenseite als Plünderer der Vorarbeiter. Ihr Vater, Sebak, kehrte schließlich aus dem Flor zurück. Er war stolz auf das, was aus seinen Kindern geworden war, und die drei verbrachten ein schweres, aber glückliches Leben zusammen. Für die endlose Schlacht abgeworbenen Veteranen des fünften Auges kämpften, und sie kämpften erbittert, aber als die Verstoßenen verschwanden, verlief sich die Schlacht schnell im Sand. Einige Gruppen kämpften weiter, doch die meisten Kämpfer gingen, um andere Schlachten zu schlagen oder sich einfach bei einem Glas im fünften Auge zu entspannen. Auch wenn das verkrüppelte Konstrukt schließlich bereit war, die Zeugung von Leben aufzugehen, konnte Tarnisch die Qual in der Stimme des Vorarbeiters hören. Aber als Tarnisch alt geworden war, zu alt, um etwas anderes zu tun als zu tüfteln, änderte er seine Meinung und setzte seine Kräfte dafür ein, dem Vorarbeiter bei der Geburt seiner Kinder zu helfen. Kurz nach seinem 91. Geburtstag hatten sie Erfolg. Das Beben unter den Sargus-Klippen
verdummten für viele Jahre, auch wenn Pelei befürchtete, dass die Sticher eines Tages zurückkehren würden, wenn man nichts gegen sie in der Hand hätte. Meistens stand sie auf dem Platz und predigte jedem der Zuhörte ihre Befürchtungen. Eines Tages verkündete Pelei, sie hätte Beweise für die Rückkehr der Sticher. Sie rief eine Gruppe tapferer Seelen zusammen, um ihr unter die Stadt zu folgen und sie aufzuhalten, bevor es zu spät wäre. Viele ihrer mutigsten Zuhörer folgten ihr in die Dunkelheit. Niemand weiß, was aus ihnen geworden ist. Sieht auch böse verpixelt aus hier. Als die endlose Pforte geschlossen war, konnten Ronos und die anderen überlebenden Memorialisten alles säubern und wieder aufbauen, als es waren nur so wenige von ihnen übrig, dass es Monate dauerte, bis das letzte Blut entfernt war. Sie benutzten mehrere verschiedene Barriere-Chiffren, um das Grab zu versiegeln, in dem sich die endlose Pforte befand. Falls jemals etwas anderes dorthin gelangen sollte, den Geruch wurden sie niemals los. Nach dem Angriff des Kummers auf die Festung der Memovira war der Flor tagelang recht ruhig. Beinahe alle Soldaten der Memovira waren geflohen und die übrigen Bewohner des Flors harrten still der Dinge, die da kommen. Als die Memovira nicht zurückkehrte und niemand sich erhob, um ihren Platz einzunehmen, da brachen die Kämpfe aus. Es begann mit den Mutanten vor Kleinilech, aber schon bald war jede Fraktion daran beteiligt. Der Flor würde zum tödlichsten Schlachtfeld, einem, das der Flor selbst zu fördern schien, während er sich an der Gier seiner Bewohner ergötzte. In der Hoffnung, die Gewalt möge bald abklingen, bot Bruska einer kleinen Anzahl Zivilisten Schutz in der Festung. Sie sind immer noch dort und hoffen. Cody wartete treu auf die Rückkehr seines letzten Verstoßenen, doch er kam nie. Nach einer Weile begannen die Sklavenhändler, ihn misstrauisch zu beäugen. Aus Furcht, sie würden ihn wieder verkaufen, floh er. Niemand weiß, wohin er ging oder was aus ihm wurde. Ey gut, dem habe ich halt nie gesagt, dass er nach Hause gehen, also frei ist. Artangelio und seine Truppe blieben in den Chirurgenfällen. Befreit von dem Verlangen des Schlundes, wurde Artangelio ein heiterer, sogar freundlicher Mensch. Er trank weniger und erpresste weniger, auch wenn er natürlich weiterhin erpresste. Ein Mann muss schließlich von irgendwas leben. Als die Unruhen im Flor begannen, verbarrikadierten Artangelio und seine Männer die Chirurgenfälle. Sie sind immer noch dort, auch wenn der Flor jede Barrikade niederreißt, die sie errichten. Dann bauen sie einfach einen neuen auf und sorgen dafür, dass zumindest die Grube sicher bleibt. Dracogen wird noch ein bisschen interessanter. Die Ruinen von Mila West liegen zerstört und unberührt. Es dauert mehr als ein Jahrhundert, bis eine Gruppe von Entdeckern auf sie stößt und sich fragt, was dort geschehen sein könnte. Was in der neunten Welt könnte derartige Zerstörung hervorgerufen haben? Und damit sind wir durch. So, ich werde jetzt hier noch einen kleinen Schnitt machen und dann werde ich noch ein anderes Ende mal ausprobieren. Also gleich im Dialog geht's nochmal kurz weiter. So, und da sind wir wieder. Ich habe jetzt hier mal alles wieder durchgeklickt, sodass wir die Entscheidung treffen können. So, gucken wir jetzt nochmal. Das hier hatten wir jetzt als zweites gemacht, wo das durchging. Die Verstoßenen sind ein Krebsgeschwür. Das gefällt mir nicht. Keine dieser Entscheidungen ist richtig und ich habe kein Recht über, mach alles so, wie es war. Ja. Dann könnten wir das mit Mika machen. Naja. Matkina wäre vielleicht noch eine Option. Wähle die Resonanz verwenden, um dich zu zerstören und wir alle werden frei leben. Und dann machen wir mal was anderes. Eine andere Option. Okay, wenn eine andere Entscheidung treffen. Eine weise Entscheidung. Ja, okay, dann ist da nichts zu machen. Ja, mach mal wieder alles wie vorher. Ich habe keine Rechte über Schicksalsgefühle. Ich möchte alles in jedem wieder zurücksetzen, wie es war. Sie nickt einmal scharf und energisch. Ja, lass uns unseren eigenen Pfad wählen. Wir finden einen Weg. Sie nimmt deine Hand. Du hast die Weisheit in der Art und Weise erkannt, wie ich so lange durchgehalten habe. Wir können das gemeinsam lösen. Sie seufzt. Ich hasse es, ihr zuzustimmen, aber ich will nicht sterben. Du hast die richtige Entscheidung getroffen. Jetzt, da wir die Wahrheit direkt aus dem Mund des Kummers kennen, können wir eine wahre Lösung finden.
Das Kraftgewebe, das sich um den Kummer dreht, wirbelt und wühlt sich auf. Seine Farben verdunkeln sich und blitzen abwechselnd auf. Die Gesichter auf seinem Mantel stöhnen vor Entsetzen. Seine Stimme ist gemäßigt, doch sie scheint einen unterdrückten Zorn zu verbergen. Die Schrecken, die deinesgleichen der Welt gebracht haben, würden in jeder Zivilisation ein Todesurteil verdienen. Ich warne dich jetzt, ich werde deine Art bis zur Ausrottung weiterjagen. Das unterscheidet sich nicht von unserem derzeitigen Leben, aber ich kann das Wissen und die Erfahrung all meiner Geschwister nicht zerstören, das ist zu groß. Ich kann nicht über das Schicksal von Leuten entscheiden, die ich nie getroffen habe, und ich werde kein Todesurteil gegen sie unterzeichnen. Er nickt. Nicht, doch du spürst, wie die Energien des Kummers in Zustimmung wirbeln. Du bleibst bis zum Schluss deiner Linie treu, kleiner Verstoßener. Dein Leben ist eine Suche nach Wissen gewesen. Ich werde diese Entscheidung ehren. Es ist nicht meine Lösung, aber es ist eine Lösung. Ehre wir diesen Ort verlassen, wird diesen Ort verlassen, werde ich die Resonanz für immer versiegeln. Das Labyrinth wird auseinanderfallen. Ich kann nicht riskieren, dass du oder deine Geschwister an diesen Ort zurückkehren und den Kreislauf fortsetzen, den euer Erzeuger geschaffen hat. Ich werde einen Teil von mir hier lassen, um die Resonanz zu bewachen. Und ich werde jeden von euch bis zum Ende eurer Tage verfolgen. Ist das dein Wunsch? Einverstanden, tu es. Der Kummer streckt seine Arme aus. Mach dich bereit! Die Lichter, die durch seine Form tanzen, verbinden sich. Die gequälten Geister, die sich da drin befanden, strömen heraus, angezogen von einer unsichtbaren Singularität im Herzen der Kammer. Der Kummer löst sich Faser um Faser diesem unsichtbaren Loch auf, wird zu einem Gitter, einem Ring, einer beinahe unbegreiflichen Sprache aus Symbolen und Gedanken, die seine Bestimmung freilegen. Die Gestalt des Kummers umhüllt die Resonanz und ihre Farben und Lichter verblassen und lassen dich beraubt in der Dunkelheit zurück. Als die Lichter verblassen, erkennst du, dass du von Stimmen abgeschnitten wurdest, von Verbindungen, deren Existenz dir kaum bewusst war und in eine fremdartige neue Einsamkeit frei und allein gelassen wurdest. Dein Geist treibt auf einem Meer des Wandels, ein sich verschiebendes Quantenmeer aus Wahrscheinlichkeiten. Du bist mit dir im Reinen. Du erwachst auf dem kalten Boden in der Festung der Memovira. Als du die Augen öffnest, befällt dich Schwindelgefühl und eine momentane Panik, als du den Kummer mit sich schlängelnden und windenden Ranken hier schweben siehst. Die Kreatur spricht zu dir. Du hast entschieden, die Welt so zu bewahren, wie sie ist. Nachdem die Resonanz und das Labyrinth versiegelt sind, gibt es kein Potenzial für eine Katastrophe mehr. Als Zeichen meiner Dankbarkeit gebe ich allen hier Versammelten die Chance, eure Leben fortzuführen. Doch irgendwann werdet ihr mir alle Rechenschaft ablegen müssen. Sei versichert, dass ich dich noch holen werde, und solltest du die unüberlegten Pläne deines Erzeugers fortführen, wirst du mich schon sehr bald wiedersehen. Doch für heute, der Kummer verblasst, doch seine Worte hallen in deinem Geist nach. Für heute gewähre ich dir einen Aufschub, nutze deine Zeit weise. Sie sieht dir in die Augen und kommt zu dir, um dir die Hand zu drücken. Du musstest eine schwierige Entscheidung treffen und du hast dich richtig entschieden. Nach allem, was ich getan habe, hattest du jedes Recht, um Rache an mir zu nehmen. Ich weiß nicht, ob ich an deiner Stelle auch so gütig gewesen wäre. Ich bin gedemütigt. Sie wendet den Blick ab. Ich habe immer noch vor, den Kummer zu stoppen, irgendwie. Doch die Flor habe ich verloren. Vielleicht sollte ich Mila West wieder aufbauen. Denkst du, dass man den Kummer wirklich stoppen kann? Das Bestreben, den Tod zu besiegen, hat das alles überhaupt erst ausgelöst. Was, wenn wir uns entscheiden, einfach unsere Leben zu leben, bis sie zu Ende sind? Nö. Ich werde dir helfen, wo ich nur kann. Denkst du, dass man den Kummer wirklich stoppen kann? Wir haben ihn dieses Mal auch aufgehalten, nicht wahr? Wenn wir ihm hier ein Patt anbringen konnten, gibt es keinen Grund, warum wir ihn nicht irgendwann endgültig eliminieren können. Ich will den Kummer nicht vernichten, nur dafür sorgen, dass er keinen Einfluss auf unser Leben mehr nimmt. In ihrer Stimme hörst du das Lächeln hinter ihrer Maske. Außerdem würde eine direkte Herausforderung wohl nur dafür sorgen, dass die Kreatur sich nicht mehr an ihr Versprechen uns gegenüber gebunden fühlt. Mach dir keine Sorgen, ich werde außerhalb ihres Einflussbereichs tätig sein. Ich beabsichtige nicht, dich je wiederzusehen, kleiner Bruder, aber wenn wir uns doch wiedersehen sollten, lass uns das nächste Mal zusammenarbeiten, ja? Sie wendet sich ab und überlegt ihre nächsten Schritte.
versuchen die Präsenz des Kummers zu fühlen. Der schreckliche Todesgeist, der sich schon dein ganzes Leben lang verfolgt, immer noch präsent, nur kleiner. Der Kummer hat sich tatsächlich zurückgezogen, jedoch nicht sehr weit. Dich an deine Begleiter wenden. Was werdet ihr jetzt tun? I hardly know what to expect. Sie blickt bedeutungsvoll auf deine Umgebung. Which is why you must continue without me. Perhaps I can find my answers in the datasphere. Perhaps I will return to you in time. Nothing in this timeline is certain, that I know. And it is why we must part ways. When you affect true change, I will feel it. And I will come. Until then, child. Ihre restlichen Worte sind in einem elektrischen Geräusch verloren und sie verschwindet aus der Sicht. Werde ich mich da draußen an ihn erinnern? Werde ich mich darum scheren, wenn ich es nicht tue? Das werden wir sehen. Sie überlegt einen Moment und sieht sich in dem Hof um. Dann streift sie die Kapuze vom Kopf, streckt sich und lacht. I'll take back the bloom for starters. We'll see what happens after that. Mein lieber Freund, ich werde endlich den Schaden, den du von der ersten erlitten hast, rückgängig machen. Uns du? Allen. Now? Sounds to me like this adventure has a brand new clock. And we have a head start. First one to Sagas is a Murden's crest feather. Das macht keinen Sinn, aber ist okay. Du siehst dich in den Ruinen der Festung der Momovira um und überlegst, umgeben von Tod und Zerstörung deine nächsten Schritte. Mit der ersten Verstoßenen gemeinsam Mila West wieder aufbauen. Ja. Wenn wir den Kummer irgendwie abwehren wollen, dann ist das auf jeden Fall ein guter Anfang. Ja, eine neue Heimat, unberührt vom Feuer oder den Verwüstungen der endlosen Schlacht. Ein goldenblauer Himmel über dir. Und wer weiß, eines Tages vielleicht sogar irgendwie das Lachen von Kindern. Das Labyrinth war versiegelt und die Verstoßenen waren Gotteskärten wieder zurück in ihre Leben, groß und klein. Gemein war ihnen das Bewusstsein, dass sie im Schatten des Kummers lebten. Der Kummer hielt Wort und holte sie einen nach dem anderen, riss sie aus dem Konstrukt der Welt. Doch zumindest für kurze Zeit konnten sie in Frieden ihr Leben führen. Denn deine Weisheit und Selbstlosigkeit blieben unvergessen. Noch viele Jahre später inspirierten Berichte über dein kurzes Leben Heiler dazu, sich selbst kennenzulernen, sich zu verbessern und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ja. Nachdem er zuletzt die Selbstbestimmung schenkte. Ja. Matkina kehrte zur Flor zurück, mit der Absicht, ihn für sich zu beanspruchen, aber sie wollte den Mantel des Weißen Todes abwerfen. Daher begab sie sich stattdessen zum Kult des wandelnden Gottes, um über die Geschichte ihrer Geschwister zu sprechen. Dort blieb sie für ein Jahr und berichtete, was sie über das Schicksal ihres Erzeugers wusste. Einige Anhänger verließen den Kult voll Zorn und Trauer, die anderen folgten ihr zurück ins Dorf Kollen. Sie errichteten ein Denkmal für ihren gefallenen Schöpfer und eine kleine Gemeinschaft sammelte sich um sie. Zu ihrer Überraschung stellte sie fest, dass sie eine geborene Anführerin war und das Dorf Kollen begann zu wachsen. Verstoßene kamen und gingen, eine Zeit lang lebte sie in Frieden. Als der Kummer Jahrzehnte später zu ihr kam, begrüße sie ihn als Freund. Tibia kennte, ja, das hatten wir. Kurz zu dem Ende waren auf seinem Kopf nicht weniger als 5 Präminos, das hatten wir schon. Eretis, ja, der ist da leider verendet. Pico, Nim und Sepp. Die für die endlose Schlacht abgeworfenen Veteranen des fünften Auges kämpften und sie kämpften erbittert. Die endlose Schlacht zog sich viele Jahre hin, so viele Jahre, wie es Verstoßene gab. Eine wahrlich lange, lange Zeit. Das ist das Gleiche. Ja. Man muss schließlich von irgendwas, das ist weniger geworden. Der letzte Verstoßene kehrte zu den Ruinen von Mila West zurück, in der Hoffnung, etwas von dem, was er verloren hatte, wieder aufzubauen oder vielleicht etwas zu finden, von dem er nicht wusste. Na toll. Ja, war jetzt auch nicht so viel anders. Dann kann man sich die anderen wohl auch eher schenken.
Gut, dann war das wohl Torment. Das Ende fand ich jetzt auch nicht so... Ich meine, es war jetzt nicht schlecht. Also zumindest nicht so wie bei... Na gut, ich sag jetzt mal nicht, um da nicht zu spoilern bei anderen Spielen. Aber es gab schon Spiele, die haben einfach... was? Ist das Spiel jetzt vorbei? Und das war dann nicht sehr gut. Diese ganze Endphase mit diesem... im Geisteskonstrukt gedöns, das ganze Abstrakte ist einfach nicht mein Fall. Das hat mir bei Divinity Original Sin schon nicht gefallen. Und das ist hier natürlich dann auch nicht besser. Na gut, ein Review sollte schon lange dann veröffentlicht sein, wenn ihr diesen Teil hier gesehen habt. Da könnt ihr ja dann auch mal reinschauen, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Ich verabschiede mich, danke fürs Zuschauen und wünsche viel Spaß beim selber Zocken. Bis zum nächsten Mal.